Live 3, 2, 1. Hallo, herzlich willkommen zum 13. Renntag hier in der BK-Liga. Ich bin Taika H., mit mir ist der Wempi hier auch am Start, Lieutenant Rustikal. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Rennen. Wir haben auch gleich noch zugeschaltet den Smoke und die Ente. Guten Abend. Guten Abend, die beiden Herren. Heute Abend geht es natürlich hier in Brno los. Wie ist die Strecke heute so, Smoke? Ja, doch, ganz gut. Die Strecke ist heiß genug. Wetter hält sich ganz gut und ich bin zufrieden mit meinem Auto. Hast du genug Zeit gehabt, dich vorzubereiten auf das Rennen heute? Ja, ganz klar. Sehr schön, sehr schön. Ente, bei dir, wie ist so die Lage im Auto? Alles fein? Also, ungelogen, ich mag die Strecke überhaupt nicht. Das Auto, naja, könnte wesentlich besser sein. Ich hoffe, also, ich freue mich, wenn das Rennen bald zu Ende ist. Okay. Smoke, wie sind deine Chancen heute? Denkst du, du landest weit vorne? War ganz klar für den Sieg. Ganz klar für den Sieg. Qualifying ist ja gleich. Da hast du ja schon Training gehabt. Sind deine Zeiten so gewesen? Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Zu den Zeiten werde ich jetzt hier nichts äußern. Aber ich werde heute zur Premiere ein völlig anderes Qualifying-Setup fahren. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Du hast also ein spezielles Qualifying-Setup. Ente, bei dir alles im grünen Bereich. Bist du bereit fürs Rennen? Willst du heute angreifen oder willst du eher mal schauen, wie sich das Rennen entwickelt? Ich werde eher schauen. Mal gucken. Ich rechne ja mit Platz 4 bis 6 ungefähr bei mir. Okay, dann die obligatorische Frage, Smoke. Wer gewinnt heute? Ich hoffe, dass ich gewinnen kann, aber denke aber auch, dass Musklos wieder schnell sein wird. Ente vielleicht auch ein bisschen tief stapelt. Murf kann ich eigentlich auch von ausgehen, dass er vorne mitfahren wird. Und Slow trotz seiner Durchfahrtsstrafe wird wahrscheinlich auch recht schnell wieder Anschluss finden. Dann habe ich immer noch eine persönliche Frage, Smoke. Ich meine, das Thema Reifen ist ja generell jetzt in der Klasse sowieso ein heikles Thema. Wie verhält sich das Auto denn und die Reifen hier auf der Strecke? Ich habe immensen Reifenverschleiß, gerade vorne links, aber da bin ich glücklich drüber, weil es jeden betrifft und ich glaube, dass wir ein Setup gefunden haben, dass die Reifen schonend, ja, so wie es halt geht, schonend behandelt und ich glaube, dass wir am weitesten damit kommen. Ja, aber dann kann ich jetzt so ein bisschen spekulieren und sagen, das Risikostrategie, die wirst du diesmal nicht fahren. Wer weiß. Okay. Ja, und dann auch an Ente die Frage, wer denkst du, wird heute das Rennen machen? Ja, am Freitag habe ich schon gesagt, zwischen Slow Coach und Smoke. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg beim Rennen und jetzt vor allem im Qualifying. Dann mal ab mit euch auf die Piste und bis vielleicht später nochmal. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, ich muss mich auch mal kurz einbringen. Ich konnte noch nichts sagen, weil das Interview direkt losging. Ja. Ich heiße auch alle willkommen und danke erstmal an Tai, dass du mich begrüßt hast. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier auf Brno. Ich habe bin die Strecke wieder mal gefahren für euch im Training. Das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Ente verstehen, dass er da echt Probleme mit dieser Strecke hat. Also Tai, also diese ist echt, du kannst nicht wirklich viel Vollspeed geben. Viel Kurven, viel runterschalten, viel hochschalten, das ist eine Anstrengung. Ist die Frage, wer kann die Konzentration aufrechterhalten? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe ja schon mitbekommen, dass Brno ja für Smoke so eine richtig schöne Strecke ist. Ich glaube, der hat 5-mal schon gewonnen auf der Strecke. 9-mal wurde es ja bis jetzt gefahren, soweit ich das mitbekommen habe. So entsprechend denke ich auch, also Smoke wird da viel Erfahrung haben auf der Strecke und wird das wahrscheinlich auch auf die Straße bringen können. Bei den anderen bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Ich denke, es wird sehr auf die Taktik drauf ankommen, wann die Boxenstops kommen, oder wie siehst du das? Nee, definitiv. Also diesmal ist es auch eine Taktik-Sache und es wird definitiv kein leichtes Rennen, für gar keinen. Hier zählt wirklich Konzentration, die Boxenstrategie und am Ende werden wir sehen, wo sich RS einordnet und wo Team Schweiz, die auch mit favorisiert sind, hier einordnen. Ja, stimmt. Team Schweiz ist ja auch noch mit am Start. Willst du kurz was zu den beiden Fahrern sagen von Team Schweiz? Ja, unter anderem Musculus, natürlich ein junger
unerfahrener Fahrer, der aber aktuell auf Platz 1 in der Rangliste ist mit 90 Punkten. Weiß noch nicht, also ich hatte ja mit Musculus ein Exklusivinterview gehabt. Er selber sieht sich nicht als Favorit in dieser Strecke. Wobei ich natürlich dann auch eine persönliche Meinung habe, dass die Schweizer doch oft tief stapeln, um ein bisschen weniger zu zeigen, als das, was sie in Wirklichkeit können. Ja, was Slow Coach angeht, der hat eine Durchfahrtsstrafe, die hat er schon das zweite Mal. Und er hat aber auch bewiesen, trotz Durchfahrtsstrafe, dass er definitiv vorne mitfahren kann. Also die Zeit wieder aufholt und dann noch einen Boxenstopp zu machen, ist dann natürlich auch eine persönliche, starke Leistung. Da bin ich auch mal gespannt, wie der Durchfahrtsstrafe, wie das dann funktioniert, wie das alles abläuft, ob da auch alles klappt. Aber da bin ich zuversichtlich. Wir hatten ja auch vor 2 Wochen ja auch das Rennen in Algarve, da hat Murph das Rennen gemacht und Musculus hast du ja auch angesprochen, der ist ja an der Stelle Dritter geworden. Smoke richtig. War Zweiter. Und dem her, also es wird auf jeden Fall spannend heute in Brno, wie das Ganze ablaufen wird. Ich bin also echt auch gespannt, ja. Also ich habe auch einen persönlichen Fahrer, den ich jetzt heute sehr beobachten muss, das hatten wir ja beim letzten Rennen auch mal angesprochen gehabt, zwecks Technik und Qualität, RVO mit Steve. Ich bin heute sehr gespannt, ob er heute durchfahren kann und auf welchem Platz er sich präsentiert, da er beim letzten Rennen doch sehr unter denen blieb, was ich eigentlich erwartet habe. Da bin ich auch sehr gespannt. Für mich persönlich muss ich mal schauen, wie sich die ganzen Fahrer hier so eben einpendeln, wie das Qualifying jetzt auch ablaufen wird, wer sich da durchsetzen wird. Weil, wie wir jetzt auch sehen, das Qualifying hat auf jeden Fall jetzt schon mal angefangen. Die Fahrer sind jetzt auch auf der Strecke, Pupti ist draußen, Musculus, Murph, Smoke, Steve, Ente, Mi und auch Slowcoach, also alle auf der Strecke, die fahren jetzt ihre Zeiten rein. Und ich bin echt mal gespannt aufs Qualifying. Also ich habe gehört, dass Smoke vorhin richtig, richtig gute Zeiten im Training absolviert hat. Da kann schon was kommen. Von den anderen Fahrern, die waren alle noch so bei 1,59, 2 Minuten. Ich glaube, Smoke hatte sogar eine 1,58er Zeit mal zwischendurch. Da müsste es, ich schaue gerade mal, er hat die schnellste Strecken, der Streckenrekord ist bei 1,56 auf Brno. Also mal schauen, ob sie die... ob sie da an die Zeiten wieder rankommen. Aber ich weiß, dass... Es wird definitiv schwierig sein, aber das Thema hatten wir ja beim letzten Mal auch schon gehabt. Die werden sich wahrscheinlich gegenseitig so hoch pushen, dass das dann doch vielleicht nahe an dieser Rekordzeit kommen kann. Ja. Ich hoffe doch. Also ich fände es mal schön, wenn da wieder einer mal richtig loslegt. Striker ist jetzt auch gerade los in die erste Runde. Legt jetzt sozusagen die erste Zeit vor, die es dann zu schlagen gilt. Ja, ich bin bei Steve drauf, um einfach, mir anzugucken, wie konstant kann er mit diesem Auto fahren. Er war ja mit der Technik nicht zufrieden, er ist auch mit seinem Auto nicht so ganz zufrieden und ist froh, wenn es nach dem Saisonwechsel halt einen Vertragswechsel gibt und dann wird er sich wahrscheinlich vom Aston Martin verabschieden. Okay. Ja, es lief ja nicht so gut jetzt die letzten Rennen, leider Gottes. Was ich auch noch so nebenbei erwähnen wollte, wenn ihr Infos sucht zur Liga, da könnt ihr gerne auf bk-gaming.de gehen. Da könnt ihr alles zur Liga erfahren. Könnt ihr auch erfahren, ob ihr da vielleicht auch mal irgendwann mitmachen könnt. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich mal zu melden bei den Jungs, die das Ganze organisieren. Es geht um Pokale, es geht um Preise mit Treppchen, allem drum und dran. Von daher einfach mal auf bk-gaming.de vorbeischauen. Ja, vielleicht lernen wir uns ja auch bei der Preisverleihung kennen. Das wäre dann noch das Perfekte. Ich denke schon, also soweit ich das jetzt überschauen kann, werde ich da wahrscheinlich Zeit haben. Würde mich freuen, dann wäre das wenigstens eine richtige Übergabe sozusagen. Von alt zu neu. Ja. Fände ich persönlich natürlich auch sehr schön, dann deinen Nachfolger dann Nachkomme, kennenzulernen. Nachfolge, Nachkomme, Nachfolge, ja genau. Nachkomme. es ihn mal kennenzulernen und ihn damit das Mikrofon zu überreichen, zumindest für die BK-Liga. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin echt auch mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. So, haben wir denn schon Zeiten überhaupt? Ich glaube, Striker kommt jetzt gerade über die Linie, der ist 2 Sekunden hinten dran. Ja, Steve ist sehr langsam unterwegs, denn ich sehe gerade hinten, Team Schweiz Auto macht richtig Druck.
Und eine Team und somit ist er auch direkt auf Platz 4 zurückgefallen. Hatte Platz 3 und ist dann auf Platz 4 zurückgefallen. Wir gucken, wer denn da rüber gefahren ist über die Ziellinie. Aber ich glaube, das war Slow Coach. Und der den jetzt auch von außen überholen möchte. Also Slow Coach ist richtig schnell unterwegs. Oh, Rentler. Und jetzt eine Berührung. Oh, ja. Da wollte Slow Coach ein bisschen zu viel. Ja, Slow Coach ist jetzt auch knapp an der Bestzeit vorbeigeschrammt. Er ist auf 1,56,6 reingekommen. Und 1,56,245 ist auf jeden Fall die Bestzeit. Also schnell unterwegs hier, Slow Coach. Ja, der muss ja schnell sein. Ich meine, wenn wir die Durchfahrtsstrafe sehen, das sind ungefähr 25 Sekunden, die ihn dann kosten werden. Ja. Ist nicht wenig. Ich meine, 25 Sekunden sind 25 Sekunden. Ne? Na gut, wenn sich die vorne dann drehen ein bisschen, dann hilft's. Aber ansonsten müssen wir mal gucken, wie schnell er aufholen kann. Da bin ich, also es ist auch dann wieder im Rennen, das reinzuholen, die 25 Sekunden. Das ist schon heftig, es ist nicht so leicht. Und bin ich echt mal gespannt, wie er sich dann verhält und wie er da wieder von hinten ranfahren kann. Pupti ist hier auch gerade unterwegs im ersten Sektor, ich schau gerade mal schnell zu. 37. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, war das die beste Zeit da? Wenn ja. Das nur eine Durchfahrtsstrafe war, dann sind es weniger als 25 Sekunden. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, wenn es eine Stop-and-Go-Strafe ist, dann sind es 25 Sekunden. Okay. Müsste ich jetzt aber nachschauen oder nachfragen. Ich bin mir jetzt da nicht sicher, weil ich will ja jetzt nicht zu viel erzählen. Ich glaube, eine Durchfahrtsstrafe, da kommen wir ungefähr auf 10, 12 Sekunden vielleicht. Ja, kommt hin. Ungefähr. Und muss ja auch gucken, dass man nicht so schnell reinfährt, weil sonst gibt es ja direkt wieder eine Durchfahrtsstrafe. Das wäre natürlich super optimal. Ich schaue auch mal kurz in die Timings rein, ob es irgendwas gibt. So, Coach hat seine Runde abgebrochen, der wird jetzt gleich erstmal. Steve ist auch auf 50 Kilogramm mit Strafe unterwegs. Er hat seine Trainingszeiten wahrscheinlich nicht richtig einhalten können. Ja, das wollte ich gerade mal anschauen. So, Coach fährt jetzt in die Box und dann gucken wir mal, was dann der Striker macht. Ja, und Slow Coach ist auf jeden Fall ganz knapp vor Smoke, der mit 0,722 hier hinter Slow Coach gerade ist in der Überwachung. Ente ist eine Sekunde hinter der Bestzeit und Musculus ist 1,6 hinter der Bestzeit derzeit. Murph mit 1,9 und fast bei 2 Sekunden. Striker bei 2,852. Pupti bei 4,776, Steve bei 5,7 und Mi ist hier bei 7,2 derzeitig. Ja, bei Mi wissen wir ja, dass da eigentlich immer nur bei Mi geht, erstmal die erste Saison heile immer die Autos nach Hause zu bringen, also das Auto. Ich glaube, das ist ihr primäres Ziel. Slow Coach ist derzeitig in der Box, wird wahrscheinlich noch ein bisschen was an seinem Auto anpassen. Kann erstmal zufrieden sein mit seiner Zeit, da ist er echt schnell unterwegs gewesen. Smoke versucht jetzt nochmal anzugreifen, ist hier bei 1,32 derzeitig mit dem zweiten Sektor unterwegs, aber da kommt er nicht ran. Er fährt langsam, er schaut sich jetzt erstmal nochmal die Strecke anscheinend an. Ist da auch sehr, sehr langsam unterwegs, wahrscheinlich nochmal schauen, wie die Strecke sich verhält. Ente ist dafür jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube, der greift jetzt auch nochmal die Zeit an. Kommt jetzt demnächst drüber. Ist 0,58 hinter der Bestzeit gerade. Also Ente könnte da jetzt wirklich richtig angreifen. Ich bleibe jetzt mal auf Ente drauf und schau mal, ob er die Bestzeit hier von 1,56,686 schlagen kann oder nicht. Ja, ich bin hier aktuell bei Murph. Denn Murph ist ja auch ein Fahrer, der zu mir gesagt hat, in diesen Rennen brauchen wir nicht mit ihm rechnen. Gucken, ob das auch sehr tief gestapelt war oder ob das wirklich so ist, dass er mit der Strecke nicht so zurechtkommt. Ja, da bin ich auch gespannt. Also die Aussage, er ist im Moment auf dem zweiten Platz unterwegs, hat es jetzt auch geschafft gehabt hier, sich einen Platz gut zu machen. Also er ist ein bisschen schneller unterwegs als Smoke, soweit ich das jetzt sehe, weil Slow Coach ist immer noch erster, steht noch in der Box. Smoke kommt jetzt gerade in die Box oder war er gerade? Ich schau mal schnell. Ah, er war gerade, er fährt jetzt gerade wieder raus. Ente im Moment in Sektor 2, Smoke kommt jetzt wieder auf die Strecke, Musculus in Sektor 1 unterwegs. Murph ist hier auch im Sektor 1 unterwegs. PK Striker kommt jetzt wieder aus der Box, Pupti gerade auf der Zielgeraden. Steve ist jetzt hier natürlich auch unterwegs im Sektor 1, knapp vor vor Murph, genau.
Was denkst du, wird Slowcoach noch seinen ersten Platz behalten können oder wird da nochmal jemand richtig angreifen hier von den von Ente also, oder vielleicht Smoke? Also wenn jemand angreifen würde wollen, dann ist es dann doch eher Smoke. Aber da warte ich jetzt eher ab. Ja. Ich letzte bin Woche, jetzt, ja? Letzte Woche war ja auch Cup. Es war auch sehr spannend. Das war das erste Mal Cup für mich. Also ich fand es echt extrem gut in der Formelklasse. Hat mir richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Also ist der nächste ist im April. Das schaue ich mal schnell nach dem Termin. Da haben wir BK-Liga, BK-Cup, der Rennkalender, den muss ich nämlich auch noch eintragen bei mir in meinem Streamkalender. Am 26.04. ist der nächste Cup in Marrakesch. Da bin ich auch mal gespannt. Da noch was hin. Ja, Lahme Ente hat ja das letzte Mal in Karls Kuga hier den ersten Platz gemacht, Smoke den zweiten und Murph den dritten. Also Lahme Ente und Smoke und Murph, die sind alle drei immer gut dabei. Also auch wenn man so jetzt drüber schaut über den Cup. Da war eigentlich immer einer von den dreien auf dem ersten Platz und die ersten drei Plätze gingen immer an Smoke, Lahme Ente oder Murph, bis auf einmal, wo Striker sich da reingeschummelt hatte. Ja, also ich glaube, also ich bereite mich ja neben der Moderation bereite ich mich ja aktuell akribisch auf Curitiba vor, auf das Cup-Rennen. Und ich glaube und ich hoffe, also innerlich wünsche ich mir, dass ich natürlich ein paar großen Fahrern wichtige Punkte klauen kann. Um einfach nochmal der letzten Saison, wie ich gefahren bin, einfach nochmal zu zeigen, dass ich ja doch noch fahren kann. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt aktuell in Curitiba über 200 Trainingsrunden vollbracht. Hohoho, okay. Du willst also richtig angreifen und den Jungs mal zeigen, also, wo man richtig fährt. Also ich möchte zu meinem Abschied auf jeden Fall pompös enden, so wie es der Glöckner sagen würde. Und ich glaube, wenn ich es schaffe, durchzufahren, glaube ich schon, dass ich da mindestens mit 8 Punkten, also insgesamt 8 Punkte, also nicht hier 8 Punkte pro Rennen, ich glaube dann, das wäre zu hoch gestapelt, aber ich glaube schon, dass ich ein paar Punkte holen werde und ja, ich gut präsentiere, hoffe ich doch mal. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass das klappt. Ja, zumindest drücke ich die Daumen, dass keiner durch meine Schuld rausfliegt. Das wäre natürlich super optimal. Das wäre sehr suboptimal, weil ja. Ist jetzt das Qualifikation eher ruhig. Slowcoach fährt zwar, aber will seine Bestzeit noch nicht so richtig angreifen. Lief auf Platz 8, doch sehr langsam, finde ich. Platz 7 Puppi, Platz 6 der Striker. Der theoretisch nochmal einen Sprung nach vorne machen könnte. Jetzt gucken wir mal, wie seine Sektor 2 Zeit aussieht. Die 1 Zeit habe ich leider nicht gesehen. Oh, Smoke greift gerade an. Sektor 2 ist 700stel vorne. Da wollen wir mal lieber zum Smoke gehen, denn das ist wichtiger. Ja, da bin ich jetzt gerade drin. Gut, dass wir da zwei Moderatoren haben, die dann auf zwei verschiedenen Fahrer zugreifen können. Das ist optimal. Ja, das ist das Beste. So, er kommt jetzt gerade auf die Zielgerade. Mal schauen, ob er jetzt die 1,6,6,6 schlagen kann. Das sieht sehr gut aus. Aber oh, drei Zehntel. Sehr knapp. Drei Zehntel. Heieiei. Aber wieder auf Platz 2. Also er hat jetzt von Platz 4 sich auf Platz 2 vorgeschoben. Slowcoach jetzt, der ist nochmal 3 Zehntel besser als seine Bestzeit in Sektor 1. Also Slowcoach jetzt auch richtig schnell unterwegs. Nimmt ein bisschen die Curbs mit. Also da muss er vielleicht nochmal ein bisschen optimieren hier in der Eigenkurve. Oh, das kam sehr weit raus. Das kostet Zeit. Jetzt müssen wir drauf achten. Das hat jetzt sehr viel Zeit gekostet. Dieses sehr weite Rauskommen. Jetzt wieder auch musste korrigieren. Gucken wir mal. Reifen bleiben stehen. Zumindest das linke Vorderreifen. Jetzt bin ich gespannt. Ui, auf dem Gas. Das ist sehr interessant zu sehen, wie er fährt. Ui. Da hat er gerade das Auto noch retten können. Ich bin jetzt auf die Sektor 2 Zeit von Slowcoach gespannt. Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das sehr viel Zeit gekostet hat oder ob er gut machen konnte und er konnte noch was gut machen. Nochmal ein Zehntel besser, also richtig gut jetzt hier von Slowcoach. Der legt nochmal ordentlich Schippe drauf. Da ist sogar jetzt die Bestzeit in Gefahr. Wie gesagt, die Bestzeit 1,56,245. Bin ich mal gespannt, ob er die jetzt schlagen kann. Das könnte er jetzt packen, wenn er jetzt einfach gut durchzieht. Oh, das sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Mal gucken. Und das ist keine gewertete Zeit. Slowcoach hat abgekürzt. Ach was. Ja, wurde als Abkürzung gewertet, die letzte Schikane. Ah, oh, schade, da hätte er echt nochmal die Bestzeit angreifen können. Ja, schade, also da muss ich ehrlich sagen,
er hat die Runde abgebrochen, damit kann er auch nicht bestraft werden, aber es ist schon, man sieht, wie schnell man als Bestrafen kriegen kann, hast du ja gesehen, ja. Wenn man das zu oft macht, dann gibt es definitiv eine Durchfahrtsstrafe. Ja, Smoke jetzt auch gleich wieder auf Ziel und Start und Zielgerade, fährt aber auch rein. Ja, die Qualifikation ist jetzt langsam zu Ende und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich umso mehr jetzt auf das Rennen gespannt. Ich auch. Also Smoke hatte, wie gesagt, richtig gute Zeiten im Training. Slowcoach, aber richtig gut jetzt unterwegs gewesen. Wie gesagt, er hätte fast die Bestzeit hier nochmal geschlagen auf der Strecke, wenn er nicht jetzt hier den Fahrfehler gemacht hätte. Ja, also es war ja nicht bewusst, glaube ich, aber das, dann der, wenn man auf die letzte Rille fahren möchte, dann ist das natürlich ein Risiko. Ja. So, schauen wir doch mal auf die Zeiten. 1,56, 6,86 bleibt weiterhin bestehen für Slowcoach. Smoke ist mit 1,57 dabei, das sind 3 Zehntel. 4 Zehntel hinten dran ist die Ente, also Smoke und Ente sind nicht mehr so weit auseinander, also da hat Ente wirklich tief gestapelt. Musculus ist auf 5 Zehntel hinter der Bestzeit, entsprechend 1 Zehntel hinter Ente. Murph ist 1,4 Sekunden hinter der Bestzeit, Striker 2,36, Pupti 3,94, Steve ist mit 4 Sekunden und 8 Zehntel natürlich ein bisschen weiter abgeschlagen und Mii ist bei 6 Sekunden und 6 Zehntel, 400stel und 2000stel entsprechend weit abgeschlagen. Mii, aber wie du schon gesagt hast, sie ist natürlich noch dabei, sich ein bisschen an die Strecken zu gewöhnen, zu schauen, dass alles funktioniert und dass sie hier zurechtkommt. Hauptsache, sie hat natürlich Spaß, das ist halt das Wichtigste auch. Man muss, wenn man keinen Spaß hat, ist das halt natürlich auch problematisch. Das stimmt. Spaß muss man haben, egal was ist. So, wir warten dann jetzt auf den Rennstart. Beziehungsweise Warm-up. Oder Warm-up, ja. Also sehr spannend, wie das Ganze sich jetzt entwickeln wird. Wie gesagt, auf der 1 auf der Pole ist Slow Coach. Hat mich ein bisschen überrascht, weil ich wirklich gedacht hatte, dass Smoke hier doch nochmal eins rauspfeffert und sich nochmal einen guten Platz hier holt. Ja, aber, wobei aber Slow Coach hätte im Endeffekt wieder zurückschlagen können, wenn er den Fahrfehler nicht gemacht hätte. Ja, das stimmt. Vier Zehntel vorne dran zu sein, vor der Bestzeit, die man selbst gefahren hat, das wäre nochmal eine extrem gute Zeit gewesen. Also interessant wird auf jeden Fall der Start sein, denn wenn wir jetzt mal gucken, Team Schweiz Platz 1, RS Motorsport Platz 2, RS Motorsport Rookie Platz 3, Platz 4 ist wieder Team Schweiz und Platz 5 RS Motorsport. Das ist dann für Slowmo natürlich ein unbehagliches Gefühl, zwei RS hinter sich zu haben, ob Rookie oder nicht, ist ja mal jetzt dahingestellt. Und für Murph natürlich beste Voraussetzung, denn Musculus ist in sozusagen RS Sandwich. Ja. Wird ein spannender Start. Ja, auf jeden Fall. Also ich, wobei Ente muss die Startzeit oft üben und werden das, glaube ich, bei Ente jetzt gleich auch noch sehen, wenn er rausfährt, dass Ente Starts üben wird. Denn die sind am wichtigsten. Ich bin gespannt, ob Slowcoach seine Durchfahrtsstrafe direkt in der ersten Runde antreten wird oder erst ein, zwei Runden später. Na, ich auch. Das, aber ich denke, er wird es ziemlich früh einlegen, einfach nur, dass er es hinter sich hat. Einfach weg damit und gut ist. Ist, glaube ich, vielleicht auch das Beste, dass man gar nicht so lange wartet, die Reifen noch frisch hält und einfach reinfährt und dann Vollgas die Reifen ausnutzt und dann angreifen kann nochmal. Ja, das wäre natürlich super. Also ich denke auch, dass er früh reinkommen wird. So, Smoke ist auf der Strecke, Slowcoach. da muss Ente aufpassen, dass er eben nicht ins Heck reinfährt und weicht jetzt auch auf die Wiese aus. Blende euch einfach mal den Zuschauern einmal kurz die Fahrerwertung ein und da sehen wir dann aktuell auf Platz 1 Gulus mit 90 Punkten, Platz 2 mit 81 Punkten, der Slowcoach, Platz 3 dann der Smoke mit 78 Punkten, Lame Ente mit RS mit 70 Punkten auf Platz 4, Platz 5 der Murph mit 60 Punkten. Ja, soweit gut. Ja, Slowcoach hat da auf jeden Fall noch einiges gut zu machen. 9 Punkte auf Musculus. Aber es sind beide im Team Schweiz, es sind beide gut unterwegs, von daher ist da jetzt nicht unbedingt die Schweizer.
Ja, die Schweizer, das ist jetzt, finde ich, auch sehr interessant zu sehen, dass die Punkte sich so ein bisschen abwechseln und natürlich Smoke rankommt, das sieht man ja da ganz klar. Die Frage ist, wer wird am Ende Champion sein? Das ist Smoke. Oh, Slow Coach. Ja, ich bin auch gerade drauf. Eieiei. Also, Slow Coach will natürlich eine nochmal Champion werden. Smoke ist der sechsfache Champion, Slow Coach der zweifache Champion. Smoke hat das natürlich nicht geschmeckt, dass er kein Champion geworden ist und der will natürlich hier voll auf Champion fahren. Also voll auf, will natürlich jeder. Aber es wird keine leichte Aufgabe. Und es werden leider nicht mehr Rennen. Ja, insgesamt, ich schaue jetzt mal schnell in den Rennkalender rein. Insgesamt haben wir noch mit heute 6 Rennen. Entsprechend können noch 60 Punkte eingefahren werden an der Stelle. Ja klar, dass es möglich ist, rein rechnerisch, das ist klar. Aber andere Fahrer werden natürlich auch noch Punkte machen. Oh, ich bin auf Istanbul auch gespannt, wie es sich dort verhält. Das ist ja am 5.4. Ostersonntag. Bin ich echt mal gespannt auch auf das Rennen. Ja. So, wir sind hier im Warm-up und Murph überholt jetzt gleich, ich bin mir nicht sicher, Pupti oder Mi? Müsste eigentlich. Was ist denn Mi? Mi sein, genau. Ja. Ja. So, einfach mal ein Überholmanöver in dem Warm-up, ist ja auch nicht schlecht zu sehen. Ja, und Mi geht jetzt an die Box, während Murph über die Zielgerade fährt. Entsprechend schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt noch hier im Rennkalender noch ein bisschen weiter austrägt. Wie gesagt, wir haben Oschersleben dann noch am 19.04., Chaika ist am 3.05., Curitiba am 17.05. und am 31.05. findet das Saisonfinale in Mid-Ohio statt. So viel zu dem Termin. Curitiba ist das normal auf normalen Rennen oder auf Cup? Das ist normales Rennen. Haben die Curitiba zweimal, okay. Also, Cup und in. Ja, im Cup und im Rennen, genau, in der Liga. Ah, okay. Na gut, dann haben die den Vorteil, die kennen die Strecke. Ja. Werf kurz mal die Abkürzung über die Wiese. Ja. So, Steve ist auch noch draußen unterwegs. Noch knapp eine Minute, bis das Rennen dann auch startet. Plus natürlich Wartezeit für unsere Disqualifikation, weil wir ja nur in der Backbox stehen. Ja, 2 Minuten ungefähr. Ja. Steve ist draußen, hat jetzt auch irgendwie Platz 1 gerade irgendwo am Warm-up. Intus. Entsprechend schaut er einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen auch sein Ding gefunden. Die anderen werden natürlich ein bisschen die Strecke nochmal anschauen, wo sie vielleicht Überholchancen sehen oder wo sie nochmal Zeit rausholen können. So, oh, ich muss darüber. So. Ja, was denkst du denn, Lieutenant Rüstiger, wie es heute ausgeht? Wer ist für dich Favorit? Ja, Favorit wäre die Durchfahrtsstrafe nicht, würde ich ganz klar Slow Coach sagen, aber so mit der Durchfahrtsstrafe sind neue Karten, wenn neue Karten gemischt und da glaube ich dann schon, dass Smoke mit vorne die größte Rolle spielen wird, aber so ein Slow Coach und Musculus dann hinten schon Druck aufbauen könnten. Ich bin gespannt auf Musculus, der hat mir das letzte Mal echt gut imponiert, wenn er noch ein bisschen Ruhe in seine komplette Renndistanz bringt, dann kann der vorne auch gut mitfahren, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also für mich ist Musculus auch jemand, der eventuell hier gut angreifen kann. Er ist ja auf Platz 4, vielleicht kann er ein bisschen ausnutzen, dass Ente und Smoke noch vor ihm sind und dass er vielleicht vorbeiziehen kann. Weil vielleicht Slow Coach auch sagt, ja, wenn ich das Start gut hinbekomme, kann ich die anderen vielleicht ein bisschen zurückhalten, dass vielleicht Musculus eine Chance hat, vielleicht ganz vorne zu fahren und dann das Feld ein bisschen langsamer zu machen, dass er wieder angreifen kann. Na gut, das werden wir dann jetzt gleich alles erfahren, aber ich glaube, die erste Kurve oder die ersten drei Kurven, die werden definitiv jetzt gleich erstmal heikel.
Ich hoffe nicht, dass es da einen Unfall geben wird. Ich hoffe es auch nicht. Aber das werden wir dann sehen. So, ich bin auf jeden Fall bei Slowcoach dann drauf, wenn das Rennen losgeht. Wir sind in Brno, in der BK-Liga. Schaut auf www.bk-gaming.de vorbei. Dort findet ihr auch alle Infos zu den Rennen. Dort könnt ihr euch auch mal ein bisschen informieren. Wenn ihr auch selbst Rennfahrer seid oder werden wollt, dann könnt ihr natürlich auch mal schauen, dass ihr das Kontaktformular ausfüllt und einfach mal Kontakt sucht zu den Organisatoren von dem Ganzen hier. Ich wünsche allen Fahrern viel Spaß, viel Glück und Lieutenant Rustikal dir auch viel Spaß und toi toi toi. Das ja, auf das ein gutes, auf eine gute Moderation heute. Ja, dir auch. So, ich lasse dir auch die Ehre, dass du das, den Start auch moderieren darfst, weil du bist immer noch da und du bist der erfahrene Mann. Erfahrener Mann, ja gut. So, Slowcoach ist schon mal auf der Strecke, Smoke ist jetzt auch da, Platz 3 ja. Fehlt noch, Enter. Dann geht's bald los. Bruno 2014-2015 startet jetzt. Und Slowcoach ist recht schlecht weggekommen. Ente versucht direkt anzugreifen, aber Smoke geht vorbei. Und das ohne Probleme, wenn wir das sehen. Ohne Probleme geht er vorbei. Und wir gucken jetzt, wo Ente sich einreiht. Und Murph versucht auch noch anzugreifen. Bis jetzt noch kein Unfall, wie wir gesehen haben. Ist jetzt alles sauber gelaufen, der Start ohne Probleme hier für Smoke, der jetzt das Feld anführt. Hinten kommt Ente jetzt innen reingezogen. Ente ist vorbei an Slow und Murph will das auch noch mit ausnutzen. Slow ist weit rausgerückt und Striker kann das vielleicht auch noch mit ausnutzen. Wir gucken. Striker nutzt das auch noch mit aus. Oh, natürlich nicht das perfekte Start hier jetzt für Slowcoach und dann noch seine Durchfahrtsstrafe. Weiß nicht, was Problem Slow hat, aber der ist sehr langsam gerade. Er ist richtig langsam. Seine Verhältnisse definitiv. Also das, was wir in der Qualifikation gesehen haben, war ja ganz anders. Und Musculus hat Probleme aber an Slow ranzukommen. Was ist los? Jetzt vielleicht Slowcoach der Angriff gegenüber Striker. Noch nicht. Musa zurückziehen. Ente ist ganz knapp hinter Smoke, der jetzt hier nach rechts zieht und Ente links bleibt. Smoke zieht jetzt wieder rüber, kommt jetzt in die Kurve rein hinter ihm. Ente hat jetzt schon ein bisschen Abstand gewinnen können, aber Ente bremst jetzt sich gut rein, kommt wieder ein bisschen ran. Hinter ihm ist dann auch direkt Murph. Da ist ein schönes Dreiergespann vorne unterwegs. Die können da sich richtig schön bekämpfen. Striker jetzt in Bedrängnis, hinter ihm ist Musculus, der jetzt Slowcoach hier überholen konnte. Slowcoach auf Platz 6, Platz 7 Steve, Pupti ist auf Platz 8 und Mi auf Platz 9. Jetzt bin ich mal gespannt, was da los ist. Jetzt will Musculus angreifen. Der ist innen, aber muss ein bisschen zurückziehen, denn sonst gibt es einen Unfall. Das ist Stoßstange am Stoßstange. Jetzt kommt die Überholung. Slow fährt rein. Ja, das beobachte ich dann mal. Slowcoach jetzt mit seiner Durchfahrtsstrafe. Und von innen Musculus. Musculus von innen. Und das sieht sehr eng aus. Oh, da macht aber auch Striker sehr, sehr böse zu. Aber das ist erlaubt. So, Slowcoach mit seiner Durchfahrtsstrafe kommt jetzt gleich wieder aus der Box raus. Vorne. Da müssen wir beobachten, wie schnell Slowcoach sich zurückarbeiten kann. Ja, er ist jetzt auf Platz 9 natürlich. Ganz hinten kann das Feld aber jetzt von hinten angreifen. Freie Fahrt für ihn jetzt erst einmal. Kann auch von ja. Vorteil sein. Für die Reifen, für das späteren Rennverlauf, schauen wir mal. Musculus hat Probleme an Striker vorbeizugehen. Ja, Striker heute stark unterwegs. In den ersten Runden, Sektor 2 jetzt gerade. Murph auf Platz 3, Platz 2 Ente hier direkt hinter Smoke. Es ist doch schon schön, dass er hier mithalten kann. Er hat wirklich tief gestartet, glaube ich, vorhin im Interview. Und zeigt jetzt hier, dass er doch mithalten kann hier mit Smoke und hinten dran bleiben kann. Ja, auf jeden Fall. Murph kommt jetzt auch wieder langsam ran hier an Ente. Oh, Berührung zwischen Striker und Musculus. Musculus versucht innen zu überholen und hat sich da durchgequetscht. Aber keine Berührung in dem Sinne, dass es einen Unfall gegeben hat. Musculus hat einfach die Tür nicht zumachen lassen. Er ist einfach drinnen geblieben.
Ob das erlaubt ist oder nicht, das werden dann die Stewards entscheiden. Mir hat ein bisschen Probleme, aber fährt ja auch schön ihr Ding runter. Ist jetzt natürlich auf Platz 8, dadurch, dass Slowcoach seine Durchfahrtsstrafe hinter sich gebracht hat. Pupti unterwegs hier hinter Steve, Striker, Musculus immer noch auf Platz 4, vorneweg BK Murph, Ente und Smoke. Smoke, wenn er so weiterfährt, kann er eventuell wirklich hier noch seinen Sieg feiern, aber das Rennen geht natürlich noch ein ganz schönes Stück und wir werden sehen, ob sich da nicht noch was verändert. Wollte ich dir gerade sagen, es sind ja gerade mal 2 Runden gefahren, das dauert noch ein bisschen, bis wir darüber sprechen könnten, aber im Grundsatz hast du natürlich recht, das wären wichtige Punkte, ich bin mir 10 Punkte waren es beim Sieg, und dann, wenn wir dann gucken auf die aktuelle Tabellensituation, dann hätte er 88 Punkte, das sind wichtige Punkte. Geht zwar nicht auf Platz 1, könnte aber an Slowcoach vorbeigehen, wenn Slowcoach nicht punktet. Da bin ich auch gespannt, weil es sieht im Moment halt so aus, dass Smoke ganz vorne ist, Slowcoach ganz hinten, das ist natürlich optimal, aber Slowcoach wird auch wieder rankommen. Er kann jetzt erst einmal frei fahren. Ich schau gerade, ob er irgendwie schon jemand in Sicht hat, aber das sieht nicht so aus. Vielleicht die Mii demnächst, aber das wird noch ein ganz schönes Stück brauchen. Ja, aber wobei, wenn, selbst wenn er punktet, müsste er ja auf Platz 2 landen, um den zweiten Platz zu verteidigen, der Slowcoach. Ja. Wenn Smoke erster wird. Das stimmt. Ente immer noch vorne im Dreierpack. Dabei zwischen Murph und Smoke. Aber Musculus ist auch nicht mehr so weit weg von Murph. Also er holt langsam auf. Kann eventuell dann auch in den nächsten Runden vielleicht angreifen oder jetzt noch packt, die letzten Meter jetzt noch aufzuholen. Ente immer noch gut dran an Smoke. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass er wirklich so gut unterwegs ist und sich an Smokes Stoßstange festbeißt. Aber ich glaube auch, dass Smoke sehr schwer unterwegs ist. Also ich glaube, dass der mit vollem Tank fährt. Mal wieder Einreifenstrategie? Nee, nicht Einreifenstrategie, aber dass er halt nur noch Reifen wechseln muss und vielleicht 1 Liter nachtankt. Okay. Also ich glaube, das ist seine Gangart jetzt. Weil sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus bis jetzt. Läuft, auf jeden Fall. Ist auch sehr ruhig, also so wenn man das anschaut, ist die drei da vorne, die bekriegen sich jetzt auch nicht wirklich. Die fahren halt ihr Ding hier vor sich her und versuchen einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Reifen zu sparen, um ein bisschen länger draußen bleiben zu können. Es hilft allen drei natürlich, weil Ente kann sich jetzt natürlich glücklich schätzen, hier von Platz 4 auf Platz 2 vorgefahren zu sein. Ja. Und wird den zweiten Platz jetzt auch nicht so gerne abgeben und wird dann auch jetzt nicht unbedingt angreifen wollen, weil wie gesagt, die Reifen sind hier wichtig. Die Strecke ist doch sehr reifenverschleißend und da muss man aufpassen, was man macht. Entsprechend ist es am Anfang ein bisschen Ruhe angesagt. Alle fahren ihre Runden, versuchen ihre Zeiten ungefähr zu halten und entsprechend auf die Reifen halt eben zu achten. Ja, dann haben wir hinten noch eine Dreiergruppe. Also Slowcoach ist jetzt an Mii dran. Dann haben wir Pupti, Steve und Striker. Und Musculus ist dran an Murph. Ja, Musculus ist jetzt auf Platz 4, direkt hinter Murph. Da ist nicht mehr viel Abstand, da wird er bald eine Vierergruppe draußen. Ich glaube, Musculus wird da vorne die Ruhe ein bisschen stören. Insbesondere, wenn Musculus wirklich Murph überholt, dann muss Smoke überlegen, was für eine Strategie mache ich jetzt. Mache ich jetzt ein bisschen langsamer, riskiere, dass Ente vorbeigeht. Weil natürlich die Teamwertung, da geht es auch ein bisschen drum, würde das nicht gut tun, wenn Musculus jetzt große Punkte holt. Die Teamwertung sieht aktuell so aus, eingeblendet. Team Schweiz auf mit 169 Punkten auf Platz 1 und 122 Punkte RS Motorsport. Da ist schon ein Unterschied zwischen. Ja, das ist schon krass. Also Teamwertung spielt hier natürlich auch eine Rolle für auch das Endranking und für die Preise und die Pokale, die es am Ende der Saison gibt. Ja. Ja, Murph kommt langsam in Bedrängnis. Musculus kommt immer näher. Die drei ruhen sich da vorne echt gut aus. Also auch Murph. Die sind hier schön gechillt unterwegs, fahren ihr Ding runter und Musculus greift halt an und versucht jetzt jede Runde immer dieses Quäntchen besser zu sein. Ich schau mal schnell in die Zeiten. Ja, Slowcoach hat jetzt Mii dann auch überholt. Den ersten Platz hat er dann jetzt wieder gut gemacht. Müssen wir beobachten.
tief hinter Stryker, der kann Druck aufbauen, aber kommt nie genug, nah genug ran, um wirklich Stryker so unter Druck zu setzen, dass der vielleicht einen Fahrfehler macht. Und Puppi von hinten macht auch viel Druck, aber jetzt ist Puppi rausgefahren und berührt die Bande. In die Reifenstapel ist sie gefahren und da hat sie einen Verbremser gehabt. Na, und Slowcoach kommt da wieder ran. Wollte ich gerade sagen, und das bedeutet, Slowcoach nutzt das natürlich aus und ist dran an der ganzen Geschichte. Wir wissen aber, dass Puppi sehr schwer zu überholen ist und da müssen wir auch gleich gucken. Ich schau gerade, oh, Musculus, ganz nah bei Nerf jetzt, ja, an der Stoßstange klebend. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, wo ich dran bleibe. Das ist sehr spannend. Musculus hier. Musculus sehr weit rausgefahren. Oi. Aber ein bisschen überhastig hier mit seinem Gaspedal, hat er ein bisschen zu spät und dann gebremst. Ja. Und Stryker hat Steve im Nacken. Ey, das sind ja richtig. Heute nimmt das ja mal richtige Duelle hier an. Das ist ja richtig interessant heute. Pupti gegen Slowcoach, das kommt auch nicht allzu oft vor. Nein, definitiv nicht. Und Pupti versucht jetzt ihre Linie zu verteidigen, aber lässt jetzt hier Slowcoach ganz einfach vorbei. Hat zwar noch versucht, aber hat innen rumgezogen, aber Slowcoach hat den großen Bogen gemacht und die Geschwindigkeit mitgenommen. Ja. Alles richtig gemacht. Beide Fahrer top. Wobei das Duell dann sehr schnell vorbei war. Ja. Musculus langsam wieder dran an Murph. Vorne Ente hinter Smoke. Also ist auch nicht weit weg. Da sind jeweils zwei Pärchen unterwegs, die sich hier bekriegen oder versuchen, sich gegenseitig zu überholen. Dementsprechend, das sind zwei Ente, Kämpfe jetzt auf der ganzen Strecke. Ente ist ganz, ganz nah dran. Jetzt hat sich schön rangebremst. Aber jetzt aus der Kurve kommt er schlechter raus. Da hat er einen Fehler gemacht. Ist Smoke die Linie nachgefolgt. Aber jetzt Ente von außen. Nein, Smoke zieht wieder raus, um die Kurve besser mitzukriegen. Aber Ente bleibt dran. Musculus bleibt genauso dran. Das wird auf jeden Fall interessant. Musculus ist jetzt richtig dran. Wir gucken. Das ist nicht mal mehr Wimpernschlag. Da kriegt er jetzt die ganze Motordämpfe ins Gesicht. Da sieht er wirklich im letzten Moment, ob er bremst oder nicht. Da muss er echt aufpassen jetzt auch. Ja. Aber wenn Musculus das jetzt richtig macht, dann kann er das in der Stadt Ziel holen. Aber jetzt sieht es sogar bisher nach Abstand aus. Oder? Oh. Also wenn er jetzt gleich in der letzten Kurve gut rumkommt, besser als Murph, dann kann er die Speed mitnehmen und kann dann ihn überholen. Und ich glaube, er will die Speed mitnehmen. Er will die Speed mitnehmen. Ja, aber Murph ist trotzdem immer noch gut schnell unterwegs hier. Ja. Jetzt von außen ist er dran, kann nach innen ziehen. Und kommt jetzt vielleicht vorbei, schöner Zweikampf hier. Richtig schön innen. Jetzt muss Murph aufpassen. Er darf nicht da so rüberziehen, sonst macht er einen Unfall. Oh, da bremst er sich aber ganz hart in die Kurve rein. Ja, Musculus wieder von außen. Da hat Murph aber alles knapp riskiert. Jetzt Musculus hat, kommt besser raus. Aber in der Endgeschwindigkeit hat natürlich Musculus ein Problem. Spannender 2K4 um Platz 3. Musculus gegen Murph. Und vorne Smoke. Ja gut, die haben wieder einen kleinen Abstand zueinander gefunden. Also der aktuelle Zweikampf ist dann wirklich hier. Und ich gucke mal nach hinten, denn Slowcoach will sich so ein bisschen in den Zweikampf zwischen Stryker und Steve einmischen. Der ist auch dran. Ja, das sind ganz wenige Abstände hier im Hundertstelbereich. Oh, Musculus wieder dran an Murph. Versucht's außen, zieht jetzt wieder nach innen, ist ganz knapp dran. Versucht innen. Jetzt hier innen vorbeizukommen, bremst sich in die Kurve rein, aber Murph macht das richtig geschickt, nutzt die Geschwindigkeit aus, ist immer noch ein bisschen schneller unterwegs. Ja. Musculus damit immer noch hinten dran. Kann jetzt auch nicht mehr angreifen, hat das sogar ein bisschen Boden verloren jetzt gerade. Aber vielleicht in der nächsten Kurve. Da bremst er sich jetzt wieder schön ran. Aber Murph macht das richtig gut. Die zwei, die kämpfen da verbittert um Platz 3. Und Musculus schafft es nicht, hier vorbeizukommen. Vorne Ente und Smoke haben da ein bisschen mehr Ruhe. Die zwei bekämpfen sich nicht, versuchen hier einfach ihr Ding zu fahren. Keine Kampflinie, sondern fahren schön vorne weg, können ihre Rundenzeiten fahren und wissen beide wahrscheinlich auch, das ist gut für sie. Denn so können sie sich immer weiter von den jetzt anderen beiden streiten. Jetzt muss man von innen? Nein, doch nicht. Oh.
Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Ist zwar die Kurve sehr weit ausgefahren, konnte aber dadurch viel früher wieder auf Gas gehen. Hat in der Kurve zwar verloren, aber außerhalb, raus aus der Kurve, war er dann viel schneller. Das sollte er vielleicht öfters machen. Das macht ein Team Schweiz sehr oft und sehr gerne. Weit die Kurven anfahren, bisschen Raum lassen, um dann Vollspeed rumzukommen. Aber jetzt sieht man das wieder. Endgeschwindigkeit ist halt so eine Geschichte und da hat halt das Team Schweiz ein Problem. Und Steve außerhalb der Strecke. Logo Coach hat auch gleich gerade eben einen kleinen Fehler gehabt, deswegen... Er kommt an die Box jetzt auch. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ist das eine Durchfahrtsstrafe oder ist das wirklich ein geplanter Boxenstopp? Wir gucken. Ich bin auch gespannt. Er fährt an die Box, also normaler Boxenstopp. Wird jetzt hier Reifenwechsel machen eventuell und nachtanken. Ich bleib mal drauf. Ich gehe wieder zu Musculus. Musculus ist richtig nah dran an Murphy. Richtig nah dran. Das fehlt immer nur so ein Quäntchen fehlt da noch, um dann vorbeizukommen. Das ist das, was ich sagte. Jetzt ist Murph außerhalb der Strecke gewesen kurz. Aber das konnte Musculus nicht ausnutzen. Das hat er dann schnell korrigiert. Das ist aber das, was ich sagte mit dem Boxenstopp. Das wird eine Boxenstrategie werden. Wer fährt wann rein? Und vielleicht ist für Musculus auch gar nicht schlecht, wenn er jetzt reinfährt, weil er so lange hinterm Murph festhängt. Ja, aber jetzt versucht er es innen, bremst sich jetzt rein, aber muss wieder zurückstecken. Da hat Murph aufgepasst. Jetzt kommt Musculus wieder weit raus, ist außerhalb der Strecke, aber das kann er abfangen. Nichts passiert, er hat bloß ein bisschen Zeit jetzt wieder verloren hier auf Murph. Entsprechend kann er jetzt nicht mehr ganz so sich ranziehen, aber das wird er in den nächsten Runden wahrscheinlich wieder gut machen. Also die Kurven hat er auf jeden Fall besser normalerweise im Griff als Murph. Dafür ist Murph auf den Geraden immer noch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich glaube, und das wäre jetzt für mich die Lösung, einfach früher in die Box fahren und die fahren lassen und dann durch meinen Boxenstopp sozusagen die anderen ein bisschen verwirren und vielleicht zwingen, auch einen Boxenstopp zu machen, um wieder vorbeizukommen. Weil in den Kurven ist er ja schneller und in den Kurven könnte er theoretisch vorbeigehen. Aber Kurve überholen ist halt immer schwierig, ne? Das ist immer schwierig und man muss auch aufpassen, was man tut. Nachher schießt man sich gegenseitig ab und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Das will man natürlich auf alle Fälle verhindern, weil wenn Musculus hier gar nicht ins Ziel kommt, das wäre natürlich fatal. Naja, klar. Murph immer noch am Kämpfen, kann Musculus wirklich gut hinter sich halten, auch wenn er immer mal wieder in Gefahr gerät, überholt zu werden. Aber er hält seinen dritten Platz und das ist wirklich stark von ihm. Ente jetzt dran an Smoke. Ja. Der ist jetzt mal richtig, richtig nah dran. Die Stoßstange klebt ihm fast schon im Gesicht hier. Da muss man mal schauen, wie das jetzt funktioniert, ob er da an Smoke noch vorbeiziehen kann. Smoke ganz lässig hier vorne weg, ist jetzt auch richtig gut die Kurve gefahren, bisschen auf die Curbs gekommen, aber das ist nicht schlimm. Hinten dran ist das Ente und versucht natürlich hier dran zu bleiben an Smoke. Er weiß genau, wenn er da dran bleibt, kann er hier vielleicht auch einen Sieg noch mitfahren. Murph ist immer noch vor Musculus. Die beiden Streithähne um Platz 3 sind im Sektor 2 unterwegs. Jetzt versucht Musculus nochmal, hat kurz angetäuscht, dass er innen ziehen will. Murph hat es gleich gesehen und hat sich angepasst. Dementsprechend hat Musculus nicht weiter versucht anzugreifen. Jetzt geht's hier in die nächste Kurve. Da ist Musculus wieder ein bisschen vorne gewesen. Kann jetzt vielleicht innen überholen. Musculus immer noch dran an Murph, aber da kommt er nicht richtig vorbei, so wie das aussieht. Er ist jetzt auf gleicher Höhe fast, muss jetzt auch wieder hinten dran vor der nächsten Kurve. Versucht jetzt innen, ist vorbei hier. Kann es jetzt vielleicht auch schaffen, ist jetzt auf der Außenbahn. Murph jetzt hier direkt hinter Musculus. Musculus hat es jetzt geschafft, kurz vor Ziel und Start hier durchzukommen und mit dem Überholmanöver und kann und sich jetzt auch behaupten. Oh, das war gut gemacht von Musculus. Er hat sich direkt wieder vor Murph gesetzt. Murph wollte sich zurück überholen, weil natürlich die Endgeschwindigkeit ist vom RS viel höher und hat ihn dadurch abbremsen lassen. Sehr knapp rübergezogen, aber es war erlaubt. Somit hat jetzt Musculus das geschafft, was er die letzten Runden schon versucht hat. Er hat Murph geschlagen, hat ihn jetzt überholt und kann jetzt eventuell
hier vorne auf dem Platz 3 weiterfahren. Und ich bin mal gespannt, ob Murphy jetzt zurückschlagen kann. Also es sah jetzt die ganze Zeit so aus, als ob Musculus einfach ein bisschen besser unterwegs ist in den Kurven. Damit auch im Gesamtbild einfach ein bisschen besser und schneller unterwegs ist. Aber da bin ich jetzt gespannt, ob Murphy jetzt auch dranbleiben kann. Da bin ich auch gespannt, denn insbesondere ist natürlich immer etwas einfacher, hinter jemanden herzufahren, als jemanden hinter sich zu haben. Ja. Weil man weiß, man muss immer vorne gucken, nach hinten, und das muss Musculus jetzt tun. Murph konnte immer, musste auch nach vorne hingucken, das hat halt Zeit gekostet. Jetzt muss Murph eigentlich nur nach vorne gucken, um anzugreifen. So, also der erste, der in der Box war, war Slowcoach, der ist natürlich auf Platz 8 derzeitig. Aber vielleicht ja. Gute Boxenstrategie. Smoke. Ich glaube, das war eine richtige Boxenstrategie, denn wenn jetzt alle anderen reinfahren, er hat sich ja bis auf Platz 6 wieder zurückgekämpft gehabt. Bedeutet, alle, die jetzt in die Box fahren, hat er schon mal Platz 6 garantiert. Ja. Wenn er nicht sogar jetzt schon ein paar Plätze wieder gut macht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dass er da nochmal ranzieht. Vor allem hat er auch den Verkehr dann vor sich erst einmal weg. Also das ist, glaube ich, jetzt auch wichtig gewesen. Er hat den Verkehr weg vor sich, er kann jetzt erstmal beruhigt fahren, bis er mal wieder aufschließt. Und wenn dann alle in die Box fahren, hat er wieder Freistrecke und kann wieder normal sein Ding fahren und kann einfach seine Rundenzeiten auf die Strecke bringen, ohne dass in Zweikämpfe mehr weg geht ist. Aber man merkt, Smurf immer weiter weg hier von Musculus. Das sind zwar nur Hundertstel, aber man merkt es einfach. Smurf immer weiter weg von Musculus. Damit kann Musculus jetzt Platz 30 eventuell weiter sichern und vielleicht sogar vorne nochmal angreifen, wenn Ento und Smoke da vorne vielleicht auch mal einen Fehler machen. Steve raus. Steve ist gerade ausgefahren, die Kurve nicht richtig bekommen. Und das gibt dann auch kein Duell mehr aktuell gegen den Striker. Gucken, kann Steve weiterfahren? Ja, noch fährt er weiter, aber er lenkt gleich gegen. Müssen wir beobachten. Das ist natürlich nach Start und Ziel, kurz vor Start und Ziel, die vorletzte Kurve ist natürlich tückisch. Und Slowcoach ist wieder an der Mi dran. Die Mi, die wird sich auch denken, mein Gott, der hat mich doch eben schon überholt. Ist das schon eine Überrundung? Nein, Mi, du darfst kämpfen. Genau, du darfst Kampflinie fahren. War Pupti zwischenzeitlich auch mal in der Box, also weil sie jetzt auf Platz 9 ist, ich kann es mir vorstellen. Ja. Müsste eigentlich gewesen sein, ja. Bleiben wir mal kurz am Ente dran. Der hat auch leichte Probleme mit den Hinterreifen gerade. Aber ich gehe auch davon aus, dass so in den nächsten 10 Minuten ungefähr die ersten wieder, die nächsten an die Box kommen werden. Musculus setzt sich immer mehr ab von Murph. Ente ist auch nicht mehr ganz so dran an Smoke, aber die Zweierpärchen sind immer noch da. Pärchenbildung hier auf der Strecke bis jetzt. Slowcoach jetzt dran hier oder vorbei an Mi sogar. Ja, Mi wurde überholt hier von Slowcoach, damit Slowcoach jetzt auf Platz 7. Pupti ist auf Platz 9, aber die wird sich auch wieder weiter nach vorne fahren, die war ja schon in der Box. Mi auf Platz 8, Platz 7 Slowcoach, Platz 6 ist Steve mit 3,9 Sekunden im Sektor 2 hinten dran. Striker kommt jetzt gleich auf Start und Ziel, da schauen wir noch mal ganz kurz zu. Da ist jetzt gerade Start und Ziel, jetzt fährt er hier durch. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Zeit, aber das wird auf jeden Fall mehr als 2 Minuten. Das wird eine 2-3er Zeit, glaube ich, 3,99 Sekunden hinten dran. BK Murph ist auch gut unterwegs, Musculus auf Platz 3, Platz 2 Ente und ganz vorne ist Smoke. Wenn das so bleibt, was wir natürlich noch nicht absehen können, weil das Rennen geht noch ein ganz schönes Stück, hat er da richtig gut Punkte gut gemacht und auch in der Teamwertung bringt das natürlich ein bisschen was, auch wenn Musculus jetzt gerade auf Platz 3 ist, aber es bringt natürlich ein bisschen was, vor allem weil auch Murph hier auf Platz 4 unterwegs ist. Richtig. Aber in der Einzelwertung bleibt auch der Musculus natürlich auf Platz 1. Da kann erstmal keiner was dran machen. Zumindest aktuell nicht nach diesen Rennen. Für Smoke geht es darum,
dass dass Muskelos so wenig Punkte wie möglich einfährt. Das ist ganz wichtig für ihn natürlich. Aber wenn Muskelos auf Platz 3 bleibt, dann sind das schon wichtige Punkte für ihn, auch wenn ihn jetzt sozusagen dann, ja, 3 Punkte abgenommen werden. Ja. Ja, aber es ist noch ein ganz schöner Abstand. 78 Punkte hat ja Smoke und 90 Punkte sind hier bei Muskelos. Da hat er natürlich ein gutes Polster. Das darf er natürlich nicht verspielen, aber im Moment ist da noch viel Platz zwischen den beiden, was die Rangliste angeht. Oh, Ente zeigt sich mal jetzt hier gegen Smoke. Ja. Schön gemacht von Smoke, aber auch wieder direkt dicht gemacht. Hat gesehen, Ente hat gerade ein bisschen mehr Schwunken. Könnte ja mehr vorbeiziehen und hat dann die Tür zugemacht. Und Ente wollte dann von der anderen Seite rausziehen. Das kostet natürlich auch ein bisschen. Ja, aber da vorne wird es langsam wieder ein bisschen spannend. Eventuell kommen aber die Boxenstopps vorher. Da schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Ob die beiden noch irgendwelche Platzierungstausche machen oder nicht. Oder ob es dann einfach einen Boxenstopp gibt von einem der beiden. Hier geht es jetzt wirklich darum, ja, sage ich das, wie beschreibe ich das? Wer hat die beste Boxenstrategie? Wir hatten beim letzten Mal schon gesehen, da war Smoke sehr gut in der Box. Und jetzt glaube ich auch, dass Smoke wieder sehr gut in der Box sein wird. Seine Strategie ist so ausgelegt, gar nicht tanken, Reifen wechseln und weiter. Beim Ente kann ich mir vorstellen, dass der mittelschwer gestartet ist und er tanken muss. Das kostet dann auch nochmal knappe 5 Sekunden. Ja, ein Striker auf einsamen Bahnen. Steve sieht ihn ganz weit weg vor sich fahren. Ja, und Slow Coach ist noch nicht richtig dran, um eine Schlagdistanz zu haben. Aber wenn beide in die Box fahren, hat er schon mal 2 Plätze wieder gut gemacht, die für Team Schweiz wichtig sind. Für die geht es jetzt im Moment aktuell nur um Schadensbegrenzung, was Teamwertung angeht. Ja. Smoke immer noch vor Ente, hat jetzt gerade ein bisschen größeren Bogen gefahren, hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitgenommen. Ente ist jetzt mit ihm auf Ziel und Start und Ziel. Da kann er sich ein bisschen ransaugen, aber vorbeikommen wird er da nicht, da ist noch die Schlagdistanz einfach noch nicht gegeben. Er versucht es zwar innen, aber da kann er nicht viel machen. Smoke fährt da etwas an die Linie und das passt. Ich glaube, das war eher mal ein kurzes Zeichen nochmal von wegen, vergess mich nicht, ich bin hinter dir. Auch wenn du keinen Rückspiegel hast, ich bin trotzdem da. Ah, da zeigt es sich jetzt nochmal, versuch's nochmal außen. Ja. Kommt da auch ein bisschen besser als dran? Das könnte sogar sehr gut sein, was er jetzt da macht. Das könnte sehr. Und da außen ist. Da war Mi, so, das sehe, ja, das ist Mi. Platz 9. Die ist ja jetzt auch, die steht jetzt auch. Ich weiß nicht mehr, ob sie da nochmal loskommt. Oh ja, da, ich habe erst gedacht, der linke Vorderreifen wäre irgendwie hängen geblieben, aber nein, das heißt wieder auf der Strecke. Toi, toi, toi. Sie kann weiterfahren. Vorne das Duell wird jetzt aber immer spannender. Smoke und Ente jetzt hier wieder im Zweikampf. Aber Ente wieder ein bisschen weiter weg, nicht mehr in Schlagdistanz, dass er hier eventuell angreifen kann. Aber er bleibt an der Stoßstange von Smoke dran und kann hier sich gut im Rennen behaupten. Also da bin ich, wie schon erwähnt, überrascht. Das hat sich im Interview doch alles anders angehört. Ja, auf jeden Fall. Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber Murph hat... Wo ist Muskelos in der Box? Muskelos müsste in der Box gewesen sein. Ja, er ist jetzt auch hier dran an Striker. Okay, ich hatte, weil Muskelos auf einmal nicht mehr Dritter war. Und jetzt greift Muskelos von innen an, geht an Striker vorbei, beziehungsweise nochmal eine Innenkurve, dann ist er komplett an Striker vorbei. Ja, ja, hat sich den Platz wieder geholt. Hat er Platz 4 sich jetzt geholt. Aber er war in der Box, würde ich das... Steve ist auf Platz 6, der ist jetzt... Ja, okay, da ist dahinter, genau. Der war jetzt auch in der Box, glaube ich. Oder? Nee, das glaube ich nicht. Weiß nicht. Krieg keine Zeit angezeigt, also... Nee, dann wäre der, glaube ich, weiter weg gewesen. Glaube ich. Na, ich weiß weil dann wäre Slow Coach ja auch vorbeigegangen. Der Murph geht jetzt gerade an die Box, Smoke ist an der Box. Und Ente bleibt draußen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass Ente eine Runde länger machen wird. Smoke wechselt diesmal auch Reifen, so wie das ausschaut. Ja. Und da kommt auch Murph rein. Er wechselt auch Reifen. Muskelos auf Platz 4, das wird jetzt spannend, ob er da jetzt noch rechtzeitig an der Box vorbeikommt. Das glaube ich nicht, nein. Ah nein, das
Da weiß ich nicht. Also Murph steht noch. Smoke fährt jetzt wieder los. Eventuell kommt er da noch rechtzeitig an. Jetzt kommt Murph raus. Das glaube ich nicht, dass das packt. Nein. Ah, ist jetzt auf der Start- und Zielgerade. Also das könnte okay, reichen. Okay, das könnte sogar doch. Das könnte vielleicht doch eng werden. Okay, dann nehme ich alles zurück. Sieht ganz so aus, als ob er jetzt Platz 3 wieder hat. Ja, ja. Er ist vor Murph rausgekommen. Ja, dann hat er alles richtig gemacht. Ich sah halt erst am Anfang nicht so aus. Aber Striker ist jetzt ganz nah dran an Murph. Der Striker war wohlgemerkt aber noch nicht an der Box. Und Slowco streckt dahinter. Jetzt wird's gleich wieder interessant. Da wird's spannend. Steve ist jetzt an der Box. Ente ist draußen geblieben, der muss auch noch in die Box, aber wird jetzt eventuell den Platz nutzen, den er jetzt hat und einfach mal draußen bleiben und seine Zeiten fahren. Smoke auf Platz 2 immer noch, da haben die beiden echt gut was rausgeholt, dadurch, dass Murph auch noch in der Box war, natürlich kein Platztausch hier. Aber auch ja. Musculus ist hinten dran geblieben. Wir müssen Entes Zeiten beobachten, der ist 1,2 Sekunden hinter der Topzeit. Und wir sind bei Halbzeit des Rennens. Eigentlich werden immer die Stops so in der Halbzeit des Rennens angekündigt. Das ist eigentlich fast immer so. Keiner fährt länger oder kürzer. Das ist sehr interessant. Jetzt fährt Ente rein und jetzt sind wir gespannt. Aber ich glaube, das gibt wieder den Platzwechsel. Das wird den Platzwechsel wahrscheinlich geben. Smoke braucht jetzt noch ein paar Kurven, bis er auf Start und Ziel ist. Musculus ist auch nicht so weit weg. Ente steht jetzt. Smoke. Ja. Ente tankt gerade und jetzt erst Reifen wechseln. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist das, was ich angekündigt habe. Oder die haben sehr spät das Auto aufgebockt. Das kann natürlich auch sein. Oh, jetzt kann Ente gleich fahren. Ja, aber Smoke ist gleich auf der Zielgerade. Ja, das wird für Ente nicht reichen. Nein, das wird nicht lang. Er fährt jetzt wieder los. Ente fährt jetzt los. Da werde ich ganz kurz mal schauen. Ja, Smoke ist vorbei. Smoke ist vorbei. Musculus und Murph kommt. Musculus und Murph kommen und. Musculus wird vorbeikommen, Murph wird auch vorbeikommen. Ja, das reicht locker. Ja. Damit hat Ente die schlechteste Strategie gefahren. Ja, leider Gottes ist er jetzt auf Platz 4 zurückgefallen. Aber vielleicht kann er wieder angreifen, das sehen wir dann. Er ist auf jeden Fall direkt hinter Murph. Und im Hintergrund lauert Lowcoach, der jetzt ran ist an Strike. Also da glaube ich, dass jetzt Team Schweiz aufgewacht ist. Ah, noch rechtzeitig. Zur Hälfte des Rennens, da kannst du noch viel gut machen. Striker ist auf 5, Slowcoach auf 6. Ja, ich würde es an Smoke seiner Stelle nicht riskieren, das Rennen langsam zu machen, damit er Murph ranholen kann. Weil das würde, glaube ich, nicht gut gehen. Das hat schon zweimal Smoke seine Platzierung gekostet. Slowcoach. Oh, greift jetzt an, ja. Jetzt gleich an Striker vorbei, so wie das ausschaut, aber er kann es noch nicht ganz. Jetzt versucht das innen. Jetzt kann er angreifen, versucht jetzt nochmal die Innenbahn zu nehmen. Da schafft das auch. Es ist als Striker vorbei, aber Striker hat natürlich ein bisschen mehr Schwung, aber muss hier jetzt leider hinter Slowcoach bleiben. Slowcoach damit jetzt auf Platz 5 und kann sich weiter nach vorne arbeiten. Da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Ente ist auf Platz 4 direkt hinter Murph. Wenn Slowcoach an die Gruppe noch rankommt, dann wird's richtig, richtig spannend. Dann sehen wir noch, ob hier zum Finale hin von diesem Rennen vielleicht doch noch einiges gehen wird. Ente ist hinter Murph. Murph ist auf Platz 3, Platz 2 hier bei Musculus. Und Smoke fährt derzeit ziemlich einsam. Nein, da ist direkt auch Musculus hinten dran. Also Musculus ist nicht so weit weg von Smoke. Da wird es nochmal richtig spannend. Das kann aber Smoke auch nicht gefallen haben, dass hier Musculus jetzt auf einmal auf Platz 2 ist, direkt hinter ihm. Da Ente und Murph es nicht geschafft haben, ihn hinter sich zu halten. Also aber es sind nur 2,2 Sekunden, ne? Ja. Also ich glaube, und das ist gerade das Wichtigste, der Slow ist nur 90 Sekunden hinter Ente und danach hat er eigentlich alle drei vor sich. Und wir dürfen mal nicht vergessen, Slowcoach hatte eine Durchfahrtsstrafe. Ja, das ist so krass. Die hat er gut gemacht bis jetzt. Also ich glaube, sein Boxenstopp seit früher hat ihm auch viel gebracht. Er hat einfach freie Fahrt gehabt. Ja, genau. Hinten ist jetzt Ente an Murph dran. Jetzt haben wir eigentlich die Pärchen so ein bisschen getauscht. Ja? Wir haben Smoke gegen Musculus und wir haben Murph gegen Ente. Da haben einfach mal Musculus und Ente getauscht, jetzt sind andere Pärchen auf der Strecke. Aber Smoke macht gerade wieder ein bisschen langsam, sehe ich. Ja, da kommt Murph auch langsam wieder ran, also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber das kann Smoke den Platz kosten.
Wir wissen, Buskus ist ein Abgezockter, auch wenn er ein junger, unerfahrener Fahrer ist, aber der ist abgezockt und den interessiert das nicht, ob das der sechsfache Champion ist. Er hält rein. Striker ist auch an der Box. Ja. Fährt jetzt los. Wow, da kommt vielleicht. Ah, da ist Pupti noch vorbei als Striker. Sehr schön. Freut mich für Pupti. Steve auf Platz 7. Striker ist jetzt auf Platz 8. Da hat er ganz schön lange in der Box gebraucht. Mi ist auf Platz 9. Dann gehen wir mal wieder vorne in den Zweikampf rein. Smoke gegen Musculus. So, Musculus war da ein bisschen schnell unterwegs. Ganz kurz neben der Strecke. Nichts passiert, ja. Aber Musculus sollte nicht nervös werden. Der Musculus sollte sich nicht davon bekloppt machen lassen, was da jetzt passiert. Ja. Ich hoffe natürlich, dass dann der Slow Coach gleich noch ein bisschen mitreden wird und dann das ein bisschen bestraft wird, was hier passiert. Da bin ich auch mal gespannt. Vor allem Ente könnte vielleicht aus dem ganzen Prozess da vielleicht auch noch Kapital schlagen, wenn die drei sich da ein bisschen bekriegen. Aber jetzt kommt hier Musculus rangezogen. Er ist richtig schnell unterwegs. Kann jetzt sogar mit Smoke mithalten auf der Gerade. Das ist ja unglaublich, was er hier jetzt gerade abzieht. Jetzt kommt er reingebremst. Kann innen. Oh, was für eine Berührung. Da muss Smoke aufpassen, dass er nicht von der Strecke abkommt. Oh, das war ganz schön gefährlich. Da war Musculus ganz klar innen. Also da war kein Fehler von Musculus zu sehen. Der hat die Innenbahn genommen. Das war alles fair. Das war ganz schön gekämpft hier von Smoke. Muss Musculus ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt auch Murph von hinten ran. Also jetzt wird hier der Zweikampf gerade, hat die beiden jetzt immer näher an Ente und an Murph rangebracht. Und dementsprechend müssen die beiden jetzt aufpassen, dass sie nicht hier vielleicht auszusehen, sich gegenseitig abschießen und auf einmal beide nicht mehr mitfahren können. Das wäre natürlich nicht gut. Musculus jetzt wieder innen, geht wieder zurück. Und Smoke fast mit ein Dreher. Wow. Da hat er es gerade noch so abgefangen. Wo bleibt Slow Coach? Das ist die Frage. Slow Coach müsste von der ganzen Situation doch eigentlich profitieren können. Slow Coach ist nicht mehr so weit weg. Und Musculus betet natürlich auch. Hey, bitte, bitte, helft mir. Weil wenn Slow Coach von hinten ein bisschen Druck machen kann, dann haben die natürlich hinter Musculus ein Problem. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier. Die Vierergruppe ganz vorne und Slow Coach, der sich immer besser ranarbeitet. Natürlich die vier davon. Oh, man sieht Slow Coach auch schon hinten. Wenn man ganz, ich habe es gerade eben gesehen, Smoke ist vorne auf Platz 1 und hinten in der Kurve. Es ist ungefähr so eine Gerade zwischen den zwei Kurven ist es ungefähr, wo die jetzt Abstand haben. Also ich denke mal, so 5 bis 8 Sekunden sind das jetzt nur noch, die Slow Coach hinten dran ist. Smoke kämpft hier verbittert um Platz 1 gegen Musculus. Hinten dran ist Murph gegen Ente, aber Ente ist da richtig gechillt mit Murph. Die fahren da ihr Ding. Es greift keiner an. Die wissen genau, wenn die vorne da ein bisschen Mist bauen, dann sind sie gleich dran. Da will nochmal Musculus angreifen. Macht das geschickt, lässt jetzt Smoke verteidigen und dann kann er besser in die Kurve reinkommen. Und kommt damit auch jetzt sehr gut wieder raus. Musculus am Arsch von Smoke. Kann hier echt die Top-Geschwindigkeit auch mithalten. Ist wieder innen. Versucht's nochmal, aber diesmal hat's nicht gelangt, so gut reinzukommen. Aber er zeigt Smoke nicht mit mir, Junge. Ich versuche dich hier nochmal ab. Oh, wo ist Ente hin? Ente? Wo ist Ente hin? Ente ist abgeflogen. Oh. Okay. Aber er ist wieder da und wurde von Slow jetzt überholt. Und jetzt wird das eine ganz, ganz interessante Situation. Jetzt ist natürlich Smoke, der sehr oft sehr früh bremst, man sieht das auch. Und Musculus, der natürlich aufpassen muss, der darf nicht hinten drauf fahren. Und hinten der Murph. Aber dahinter kommt der Slow Coach. Und ich bete, dass das so eine Vierergruppe wird gleich. Denn dann ist dann richtig Remi. Dann geht's richtig zur Sache. Aber schade, Ente hat hier einen Fahrfehler gemacht und ist jetzt auf Platz 5. Da muss er jetzt mal schauen, dass er vielleicht sich wieder rankämpfen kann. Ist nicht weit weg von Slow Coach. Vielleicht wird auch wieder eine Fünfergruppe draus. Ich würde es mir wünschen. Aber im Moment sieht es so aus, als ob dieser Fahrfehler Ente jetzt erst einmal Platz 2 im Endeffekt auch mitkostet. Ja, also der Boxjob hat den Platz 2 gekostet. Jetzt dieser Fahrfehler Platz 4 oder sogar Platz 3, wenn er an mir vorbeigekommen wäre. Schade für ihn, aber vielleicht schafft er es ja wieder ranzukommen. Jetzt Musculus vielleicht von innen. Nein, er zieht sehr weit nach innen. Gucken wir mal, ob er jetzt hier gut rauskommt aus der Kurve. Jetzt ist er wieder innen. Schöne Kurvenlage. Das macht er richtig schön. Ist außen und der ist neben Druck. Er ist vorbei. Boah, schönes Überholmanöver.
Richtig schön. Oh, Smoke hier, ganz aggressiv, kommt nochmal vorbei, da hat Musculus gar nicht mit gerechnet. Nee, da hat Musculus auch ein bisschen gepennt, weil er hätte ja geradeaus weiterfahren können und zieht dann auf einmal sehr knapp an Smoke vorbei. Da muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja erlaubt, aber es war schon sehr provokativ, also... Wow, da haben sie sich nochmal kurz berührt. Also dieser Zweikampf, da geht's echt, da wird nicht nur mit leichten Bandagen gekämpft, da wird richtig zur Sache gegangen. Da geht es auch ganz klar um die Meisterschaft für die beiden. Wow. Auch wenn Smoke natürlich sagte, von wegen, er glaubt nicht daran, dass es Musculus das bis zum Ende durchhalten kann, also den Druck, der aufgebaut wird von den Fahrern von hinten, da er noch so ein junges Talent ist. Aber dennoch ist für mich Musculus ein guter Fahrer, also schlecht weghin. Ja, er hat auch keinen Respekt vor Smoke. Er zeigt ihm hier, ich bin zwar jung, aber ich weiß, was ich tue. Und Smoke, der alte Hase, der weiß natürlich auch, was er tut, aber er hat ganz schön zu kämpfen mit Musculus. Er ist wirklich hart dran, also der Zweikampf da vorne ist wirklich interessant. Generationen treffen da aufeinander natürlich und wow, also ich muss sagen, es ist wirklich spannend. Dieses Rennen heute ist wirklich richtig krass. Es hat viel Action, viel Action. Slowcoach ist auch mit dabei jetzt langsam. Ja. Slowcoach ist jetzt gleich dran und dann hat Smoke natürlich das Problem, er kann nicht mehr langsam machen, er muss jetzt vorne wegfahren, weil er weiß ganz genau, dass Slowcoach sehr schnell kann. Und es sind noch einige Runden zu fahren. Wenn Slowcoach am Murph vorbeigegangen ist oder sein sollte, dann nützt ihn dieses Langsame nicht. Und man sieht jetzt, er bremst nicht mehr so früh. Er fährt ganz anders jetzt. Natürlich ist das keine Stallorder. Man darf natürlich seinen Teamkollegen ein bisschen helfen, indem man sagt, okay, ich bremse einen Ticken früher in der Kurve, damit du was rankommst. Aber es kann nach hinten losgehen und das wäre ja beinahe nach hinten losgegangen, der Kampf zwischen Musculus und Smoke. Weil Musculus natürlich sowas ausnutzen möchte, wie vielleicht jetzt die schlechte Kurvenlage von Smoke und Musculus kommt besser durch die Kurve. Der kommt viel, viel besser durch die Kurve. Eieiei. Oh, da hängt er ganz schön knapp hinten dran, aber Smoke ist doch weiter weg als gedacht. Die aber Musculus zeigt sich wieder. Ja, Musculus zeigt sich. Und jetzt wird's interessant, denn der Low Coach zeigt sich bei mir auf genauso. Und jetzt ist es wieder ein faires Duell zwischen Team Schweiz und RS. Oh, Musculus versucht es nochmal. Ist jetzt nochmal auf der Außenbahn. Ja. Versucht es jetzt hier besser in die Kurve reinzuziehen. Smoke nimmt die aber auch richtig gut. Entsprechend Musculus jetzt noch hinter Smoke, wie lange ist die Frage, weil man merkt, dass er vorbei will. Man merkt es einfach. Er zeigt sich immer wieder im Spiegel, versucht hier alles, um Smoke unter Druck zu setzen. Und ich bin echt mal gespannt, wie lange er noch hinten dran bleibt oder ob er es nochmal schafft, ihn zu überholen. Jetzt hat er die Kurve ein bisschen schlechter genommen, aber es ist immer noch alles fein. Er bleibt auf der Strecke, er war ganz kurz, ganz weit auf dem Curbs. Jetzt haben wir hinten natürlich Slowcoach gegen Murph und Slowcoach. Echt respektabel, muss ich schon sagen. Also, dass man hier mit einer Durchfahrtsstrafe um Platz 3 gerade fährt, das ist unglaublich. Ja, aber spinnen wir mal rum und Musculus geht an Smoke vorbei, dann nimmt er ihn wieder 2 Punkte ab. Das bedeutet, in der Endsumme wären wir bei 100 Punkten für Musculus und 86 Punkte für Smoke. Ja. Das sind dann 14 Punkte Abstand. Das ist schon hart. Gut, es gibt noch 60 Punkte zu verteilen, also wenn man jedes Mal erst macht zu holen. Das sind dann, wenn man jedes Mal gewinnt, der andere nur Zweiter wird, 12 Punkte. Also es würde dann nicht langen, wenn Musculus immer dann Zweiter fährt zum Beispiel. Nein, klar, das ist klar. Ja, aber, entsprechend. Aber für beide Teams geht's hier, oder für Smoke geht es erstmal ums Prestige und für Musculus geht es darum zu zeigen, hey, hier kommen die jungen Wilden. Jetzt doch ein bisschen mehr Abstand. Smoke macht doch ein bisschen mehr Gas da vorne. Ich glaube, er hat von seinen Teamkollegen gerade Bescheid gekriegt. Ich kämpfe gerade selber um meinen Platz. Fahr weg. Ja, sieht ganz danach aus. Wir können zwar das Teamradio nicht hören, aber ich gehe mal davon aus, dass so ein bisschen gesprochen worden ist. Platz 8 ist der Striker, der hinter Steve ist direkt. Platz 6 die Pupti, Platz 5 Ente, leider muss man natürlich sagen, und der ist auch direkt dran und der könnte natürlich von diesem Duell auch nochmal profitieren zwischen Slow und Murph.
Oh, Murph versucht jetzt hier innen die Kurve besser zu nehmen. Slow Coach hat es ein bisschen größer genommen, um den Schwung mitzunehmen. Ist jetzt auch richtig nah dran hier an Murph. Die Ja. beiden kommen jetzt dann auch demnächst in Sektor 2 zur Zeitnahme. Ente kann aber sich rankämpfen. Also, ist echt krass. Also, Ente, Respekt. Der hat zwar viele Fehler gemacht, aber er kommt wieder ran. Vielleicht kann er auch sich da in den Zweikampf noch einmischen, weil er ist jetzt dran. Ja, Und. der will sich jetzt einmischen, aber Slow Coach wird versuchen, diesen Zweikampf nicht einzugehen, beziehungsweise Dreikampf. Und ich glaube, und das ist der springende Punkt, so ein Zweikampf, der kostet viel Oh. Zeit und das hat Ente geholfen. Vorne wäre fast muskulos an Smoke vorbeigekommen, weil Smoke einen kleinen Fahrfehler hatte. Jetzt ist er richtig gut dran, aber Smoke hat es nochmal reparieren können. Er war ganz kurz neben der Strecke. Oh, das war jetzt gefährlich. Jetzt muss er. Oh, was für eine Berührung. Noch eine Berührung. Jetzt kämpfen sie da. Oh mein Gott. Eieieiei. Ja gut, das war jetzt ein Fehler von beiden irgendwo. Wow. Ja, Musculus ist neben Smoke nicht ganz. Smoke zieht drüber. Musculus weiß nicht wohin. Er muss auf seine Linie bleiben. Ist klar, sonst fährt er auf Gras. Das kann keiner von einem verlangen. Und Bremsen auch nicht. Es war, ja, kein Wow, Verhalten. das war jetzt wirklich ein bitterer Zweikampf davor. Also die zwei, die sind echt Streithähne. Also krass, dass die Ja. beiden sich da echt nichts schenken. Da geht es um alles. Da geht es wirklich um Richtig. alles hier bei diesem Rennen. Smoke will einfach zeigen hier, ich bin besser als du, ich bleib vorne. Und Musculus hält dagegen. Und da bin ich echt mal gespannt. Die beiden müssen da echt aufpassen. Nachher erwischt es beide und keiner kommt mehr ins Ziel. Das ist für beide nicht schön. Vor allem nicht für Smoke, wenn dann das Logo schon auf der Strecke bleibt. Wow. Und jetzt ist auch Ente im Geschäft. Definitiv, der ist jetzt auch dran und der wird jetzt gucken, was machen die Fahrer da vorne. Low zeigt sich immer wieder mal ganz kurz, aber das reicht noch nicht, um wirklich vorbeizugehen. Aber Ente ist jetzt mehr in Schlagdistanz zu Slow als Slow zu Murph. Ente hat echt untertrieben. Er kommt ja Ja, sogar und mit Slow jetzt zurecht. vielleicht von außen, vielleicht jetzt innen in die Bahn. Nein, reicht noch nicht, kommt aber vielleicht besser durch die Kurve. Boah, das ist ein richtig übler. Doch dieses Rennen ist wirklich, wirklich schön. Also von Zweikämpfen her. Murph vor Slow Coach, vor Ente. Und ganz vorneweg fährt Smoke gegen Musculus. Aber Musculus hat jetzt ein bisschen zurückgesteckt. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, komm, ein bisschen ruhiger jetzt. Das war jetzt ein bisschen viel Zweikampf. Ich lasse jetzt Ja. erstmal Smoke ein bisschen hier vorne fahren und bleib erstmal dran. Ich kann ja nicht verlieren, wenn ich von der Strecke runterfliege. Dann verliere ich am meisten. Das muss nicht sein. Ja, wichtig ist natürlich jetzt auch, wenn es Musculus merkt, okay, ich komme nicht an Burg vorbei, ja, dann gucke ich lieber, dass ich die Punkte hole und hoffe, dass Slow Coach an Mör vorbeigeht. Dann haben sie nämlich die Teamwertung genug Punkte aufgebaut wieder. Ja. Weil Teamwertung ist auch nochmal ein Pokal, der sich lohnt. So, Smoke vor Musculus, Murph vor Slow Coach und vor Ente. Und Ente hat wieder ein bisschen 3K Abstand ist auch an gewonnen. Steve vorbei. Ja, ist Platz 7. Und dieser Dreikampf, der ist richtig, richtig gut. Das Ente will ist. natürlich an Slow vorbeigehen, weil er nimmt, würde dann Slow wichtige Punkte abnehmen zu sich nach vorne. Das sind natürlich auch. Das ist alles ein Faktor, der da vorne jetzt mitspielt. Oder mitfährt. Ja, aber Slow hat aktuell noch das Problem, er ist immer dran, aber immer wie gesagt nicht zwingend. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Timings. Und es sind noch 7 Runden zu fahren. Das bedeutet, es ist nicht viel. Und Musculus ist wieder ganz nah dran an Smoke. Nur keine Sekunde. Acht Zehntel, wie ich das sehe. Das sieht man auf der Strecke. Er ist wieder jetzt an der Stoßstange hier von Smoke dran und kann an den Abgasen von Smoke riechen. Also da jetzt nochmal zum Zweikampf kommen in den letzten 7 Runden. Aber ist. Ah, ich habe gerade falsch geschaut. Beide gleichen Autos. Ja, Musculus ist ein bisschen weiter weg von Smoke. Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich war gerade bei Slow Coach, der an BK Murph, an Murph dran ist. Das war gerade mein kleiner Fehler, habe ich falsch geschaut. Gleichen Autos eben, die Spiegel sind nur anders. Ja, Musculus hatte auf jeden Fall noch ein bisschen Abstand, aber er kommt dran. Murph, Slow Coach und Ente sind schön unterwegs hier auf der Strecke.
hinten dran ist. Dreier-Duell und jetzt versucht Ente ein bisschen außen zu bleiben. Macht er auch richtig so. Zeigt Slow Coach, hey, ich bin auch noch da. Konzentriere dich lieber auf mich als auf den da vorne. Und das wäre vielleicht gar nicht die verkehrte Wahl, weil wenn wir die Endgeschwindigkeiten schon wieder sehen, sehen wir, dass Ente rankommt und Slow verliert gegenüber Murph. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Also da ein Fehler und es ist so eng da jetzt gerade. Also da entscheiden Millisekunden, was passiert. Und wow, ja, die drei, die waren das gut. Da merkt man, dass sie schon Profis sind, dass sie schon oft Rennen gefahren sind. Keiner macht hier jetzt großen Fehler, weil wenn einer einen Fehler macht, vor allem mit Murph einen machen würde, oh Gott, das wäre nicht gut für die drei. Aber bis jetzt schaut's gut aus, sie fahren alle schön konstant. Hier und da kommt zwar zum Kampfversuch, zum Überholversuch, aber bis jetzt toi toi toi, bleibt noch alles beim Alten und nichts ist passiert, vorne auch Smoke. Oh, boah. Aber wir müssen nicht vergessen, Slow Coach hat natürlich viel ältere Reifen als die beiden, ne? Ja, stimmt, er war ja viel früher in der Box, stimmt. Das sind ungefähr fast 6-7 Runden, früher war der in der Box, ja. Stimmt. Das bedeutet, 6-7 Runden ältere Reifen ist natürlich immer ein schwierigeres Grad, um zu überholen. Jetzt vielleicht. Von außen. Und der sieht gut aus. Nein. Nicht schade. Leider nicht, schade. Schade. Sah gut aus, kam aber da nicht richtig raus. Oh, Ente ist auch dran. Ja, das ist schön rangebremst. Das ist ein schönes Duell. Oder Dreier-Duell. Und jetzt vielleicht von außen. Nein, macht direkt Murph zu und Ente will natürlich profitieren davon, dass Slow abbremsen muss. Und das sieht gut aus, das kann Ente machen. Aber Slow bleibt erstmal auf seiner Spur, geht jetzt rüber, zwingt das zu Ente ein bisschen abzubremsen. Ja, und bremst selbst später und hat dadurch natürlich einen kleinen, kurzen Abstand bekommen. Ja, und Murph kann dadurch ein bisschen Abstand gewinnen, weil natürlich die jetzt ein bisschen sich bekämpfen. Das ist schon mal gut. Aber wie sieht das jetzt am Ende der Kurve aus? Rausziehen, das ist nicht unbedingt immer gut. Kostet immer etwas Zeit. Und Ente versucht es von außen. Und er versucht es wirklich von außen. Und das ist gut. Wenn jetzt... Oh. Stoßstange an Stoßstange. Das sind die drei hier. Und jetzt versucht das nochmal. Ist jetzt auf der Außenbahn. Kann jetzt eventuell doch nochmal angreifen. Nimmt ein bisschen mehr Schwung mit eventuell. Aber nein, da zieht er jetzt wieder hinter... Slow Coach und Murph vorne, ist ganz ruhig, die zwei da hinten streiten sich, das ist alles okay, das ist alles fein. Aber er muss natürlich aufpassen, er muss jetzt konzentriert bleiben und schauen, dass er die beiden hinter sich halten kann, weil die zwei, die versuchen jetzt alles, um hier irgendwelche Plätze gut zu machen. Und Ente richtig gut unterwegs. Wow, schöner Dreikampf, also da bin ich schon die ganze Zeit, also ich wechsle manchmal noch kurz nach hinten und nach vorne, um zu schauen, wie da das die Stimmung ist, aber da ist alles ruhig und diese drei Jungs, die machen hier richtig Rambazamba auf der Strecke und die zeigen uns hier, was Rennfahren wirklich bedeutet, das heißt kämpfen und versuchen irgendwie die Plätze wieder gut zu machen und schneller zu sein als andere und die Kurve besser zu fahren, die Gerade ein bisschen besser zu erwischen, das ist, ja, ein spannender Dreikampf da vorne, muskulos immer noch hinter Smog. Das finde ich auch, ja. Pupti auf Platz 6. Das jetzt ist vielleicht für Slow Coach. Murph hat sich verbremst. Oh, jetzt versucht das. Sehr gut aus, aber nein, noch nicht. Das sah wieder sehr gut aus, kam sehr gut weg, aber kannst immer wieder sagen, was ich am Anfang schon des Rennens gesagt habe, Mitte des Rennens. Endgeschwindigkeit ist das, was gerade im Moment ein Problem macht. Schau nochmal schnell. Vielleicht jetzt. Ah, da ist er noch ein bisschen weit. Oh, jetzt vielleicht, da hast du recht. Jetzt könnte es vielleicht was werden, aber Murph ist natürlich schnell unterwegs. Aber Slow Coach ist auf der Innenbahn. Kommt aber nicht ran, aber Ente kommt ran. Und Ente will von außen. Und die beiden berühren sich. Berührung zwischen. Alle drei haben jetzt hier einen Fehler gemacht. Slow Coach steht, Murph ist auch raus und der Profitierende in dieser ganzen Geschichte ist Ente. Der ist auf einmal auf Platz 3. Slow Coach ist aber stehen geblieben, weil er genau weiß, das war sein Fehler. Der hat also nicht den Platz ausnutzen wollen von Murph. Ja. Gut, Murph hat natürlich Platz verloren durch diese Aktion. Aber
Crypto-Coach hat halt nicht den Platz von Murph übernommen. Das ist, finde ich, schon mal fair. Was, ist das eingetroffen, was wir gesagt haben? Ja, wenn die zwei davor sich streiten, profitiert am Ende der dritte und das ist Ente. Ja, richtig. Ente auf Platz 3. Zack, boom. Ente auf Treppchen. So geht's. Musculus auf Platz 2, Smoke auf Platz 1. Kann Musculus jetzt auch gut hinten halten und Musculus wird auch jetzt, glaube ich, nicht mehr angreifen. Also das eventuell noch in den letzten 2-3 Runden sind wir jetzt auch demnächst. Aber er ja, schafft es gerade nicht mehr richtig ranzukommen. Wobei, wenn jetzt noch die Nachricht nach vorne geht, hey, Low ist jetzt weiter weg, ich habe Platz, Smoke. Wer weiß, wie Smoke da vorne reagiert. Ja, schade, dass Slowcoach da jetzt den Fehler gemacht hat. Also, es ja, war eine schöne, spannende Gruppe und ich hätte es mir anders gewünscht, nicht durch einen Unfall passiert. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, durch ein schönes Überholmanöver, rechts, links antäuschen und rein oder so, das ist alles gut, aber ja, ich glaub, das war einfach zu nah beieinander, das musste irgendwann passieren. Und dann, oh, Dreher von Mi oder Pupdi? Das ist Mi. Okay. Ja. Mi hat sich gedreht, Steve ist auf Platz 8, Platz 7 Striker, Pupdi ist auf Platz 6. Platz 5 ist Slowcoach, Platz 4 ist Murph, Ente auf Platz 3 kommt jetzt gerade auf die Zielgerade. Ja, ich glaube nicht, dass in dem Platz mehr wegnehmen kann. Also wenn er keinen Fehler macht, bleibt er auf jeden Fall auf Platz 3 und das denke ich auch. Ja. Gerade an Slow, aber ich glaube auch jetzt, dass Slowcoach definitiv eine Gewichtsstrafe fürs nächste Rennen kriegen wird. Denn er ist wirklich hinten reingefahren, sodass sich halt Murph auch gedreht hat. Er konnte nichts mehr dagegen tun. Richtig, das war ein bisschen versucht spät zu bremsen. Man muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, okay, was sagen meine Reifen am Ende des Rennens und was sagen meine Bremsen am Ende des Rennens. Und dann muss man halt einschätzen, wie früh muss mein Gegenüber bremsen. Man sieht es auch beim Murph qualmen die Reifen des Öfteren. Ist halt dann, muss man halt dann auch einschätzen können. Und wenn man das nicht einschätzen kann, gibt es halt, wie jetzt gerade gesehen, einen Unfall. Und das kostet für beide viel Zeit und auch Platzierung. Oh, aber Murph bremst jetzt ganz schön hart im Moment. Da qualmt echt viel. Das ist echt krass. Smoke ist auf Platz 2. Musculus ist auf Platz 1. Wir haben da was verpasst. Uiuiui. Das sieht mir aber nicht danach aus, als ob an der Stelle jetzt Musculus überholt hätte, ganz normal, sondern dass Smoke vielleicht einen Fahrfehler drin hatte, weil das ist ganz schön viel Abstand zwischen den beiden. Musculus ja, auf Platz 1 und Smoke auf 2, da muss man vielleicht eventuell, wenn wir nachher noch einen Gesprächspartner haben, mal kurz nachfragen, was da passiert ist. Weil das habe ich jetzt auch leider verpasst, dadurch, dass wir jetzt bei Ente waren und bei Murph und Slowcoach. Ja, ich will mir gerade mal ganz kurz das Getriebe anhören von Smoke, ob da vielleicht ein Problem ist. Und Steve ist auch rausgefahren gerade. Ja, das. Also auf jeden Fall schaltet Smoke gerade ein bisschen anders als vorher. Oder ich kann mich täuschen, aber es hört sich zumindest gerade ein bisschen anders an. Ich geh auch mal ran. Und Murph jetzt im Zweikampf wieder mit Slowcoach. Und jetzt bitte baut keinen Unfall. Wir gucken auch mal ganz kurz schnell in die Timings rein. Ah, da sind wir in den Timings, stopp. Und es sind nur noch zwei Runden zu fahren. Zwei Runden sind noch zu fahren. Die nächste Runde. Aber das Musculus ist zu weit weg. Also wenn Musculus keinen Fehler mehr macht, wird er jetzt Platz 1 hier holen. Smoke wird Platz 2 holen, wenn er jetzt keine großen Fehler mehr hat und keine Probleme. Ente ist auf Platz 3. Ja, aber damit geht der an, wenn er Platz 2 macht, sind das 8 Punkte. Dann sind das 86 Punkte. Slowcoach jetzt vorbei an Murph. Ja, dann ist Slowcoach, bleibt ja noch vor Smoke, leider. Was Platz, heißt leider? Ja, 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 so, ja, ich bin also im Rennfieber von allen irgendwo. Ich hab nur einen Wen, den ich wirklich so favorisiere. Und, na, aber sonst bin ich da neutral. Aber jetzt so ein bisschen Kampf vorne, noch mehr Kampf, wäre natürlich interessant. Smoke kriegt auch gerade wieder keine Zeit bei mir angezeigt. Ja. Aber passiert. Weiß auch nicht, was. Ja, ich denke mal, dadurch, dass er die Runde nicht fahren konnte, ich denke mal, die Zeit, da war entweder zu weit rausgekommen, deswegen wurde die Runde nicht gewertet. Wie du schon sagtest, dass er seinen Fahrfehler gemacht hat. Aber Smoke will nochmal, man sieht es. Aber es sind nur noch, es ist nicht mehr viel Zeit. Also da muss er jetzt echt ein Zauberpäckchen rausholen, den Zauberstaub und irgendwie nach da vorne fliegen. Also das wird wirklich schwer, weil.
Muskelos ist kein schlechter Fahrer, er ist ein richtig guter Fahrer sogar und hat natürlich den Abstand, um den aufzuholen jetzt hier im Ende des Rennens. Letzten Runde. Das wird schwer. Das wird jetzt nicht kommt so die einfach. Letzte Runde. Jetzt kommt die letzte Runde. Ja gut, ich meine, ich könnte ja sagen, wenn die in Toyota fahren würden, würde ich sagen, nichts ist unmöglich. Aber ja, wir müssen bis zum Ende des Rennens abwarten. Fehler, wie wir jetzt gerade gesehen haben oder nicht gesehen haben, aber davon gehen wir jetzt stark aus, sind immer da. Ja. Beim Smoke. Beim Smoke, ja. Ich habe gerade bloß einen Fehler bei Ente gesehen, der jetzt gerade auf kurz vor Start und Ziel einfach mal fast von der Strecke abgekommen wäre, weil er über die Curbs raus ist. Mi ist raus. Vorne keine Haube mehr. Wow, was ist denn da passiert? Ah, und das ist eine vorletzte Runde. Schade, ich hätte es ihr gegönnt, wenn sie zu Ende gefahren wäre, aber leider nicht. Eve dreht sich auch und... Oh, das kriegt er gerade noch unter Kontrolle. Ja, da werden jetzt die Reifen... 6 Pumpen, die... Ja. Da werden die Reifen jetzt ganz schön alt sein. Da kommt auch von hinten noch, ich glaube, wer ist das? Muskulus? Ja, Muskulus ist, denke ich mal, das, ja. Ja, da wird es aber jetzt auch bald vorbei sein. Also er ist jetzt in Sektor 2 unterwegs. Smoke auf Platz 2 ist viel zu weit weg. Also da wird sich an der Platzierung nichts mehr ändern. Außer natürlich, es passiert jetzt noch irgendwas Schlimmes. Aber ich denke nicht, dass Muskulus jetzt hier Risiko fahren wird in der letzten Runde. Zwar ist Smoke nicht so weit weg, aber das wird nicht reichen. Ich würde da auch gar nicht versuchen, mehr zu überrunden. Ich würde das Risiko nicht eingehen, Striker überrunden zu wollen. Einfach hinter Striker bleiben und das nach Hause fahren. Sektor 2 ist auch jetzt richtig langsam hier für Muskulus, aber das ist klar, wir sind in der letzten Runde und er geht nicht mehr volles Risiko. Ja, würde ich definitiv auch nicht tun. Ich würde das Ding nach Hause fahren, ganz ruhig. Keine Zweikämpfe mehr suchen. Ich glaube, Smoke hat Probleme, also er war jetzt sogar 5 Sekunden hinter der Sektor 2 Zeit und das sind 2 Sekunden. Ich hab das Gefühl, dass er leichte Getriebeprobleme hat. Ich habe ja gesagt, ich hab, wenn ich mich nicht verhört habe, gehört, dass er sehr extrem schalten musste. Und Glückwunsch jetzt natürlich von uns an Muskulus, der jetzt über Start und Ziel ist. Und im Ziel ist, Smoke kommt als zweiter Ziel. Ente ist auch nochmal richtig gut rangekommen, also da hatte Smoke, glaube ich, echt Probleme. Ja. Ente auf Platz 3. Slow Coach Platz jetzt hier. Slow Coach, auch von mir dann großes Glückwunsch bei Durchfahrtsstrafe, Unfall. Aber ich glaube, das Fakt wäre für mich gewesen. Also für mich nach dem Unfall zwischen Murph und Slow, auch wenn Slow wirklich gut gefahren ist, wird für mich natürlich Slow bestraft. Ja, es war wirklich gefährlich, was er da getrieben hat auch. Das kann ich als Moderator offen sagen. Ich meine, wir fahren ja hier nicht Crash Rally, sondern Rennen. Natürlich sind Berührungen wie zwischen Smoke und Musculus mal passieren die. Aber wenn man einen dann wirklich rausboxt, dass Ente dadurch profitieren kann, das ist natürlich dann sehr, sehr bitter für beide, weil die beiden dadurch nicht profitiert haben. Beide ja den Platz verloren. Ja. Wäre der Crash nicht gewesen und hätte Slow Coach Murph nach Regeln überholt, hätte Ente nicht die Chance gehabt, Dritter zu werden. Also, man muss das natürlich alles abwiegen. Pupp die auf Platz 6, Platz 7 der Striker, Platz 8 der Steve, der wirklich echt immer noch hinter meinen Erwartungen bleibt. Ein krasses Rennen haben wir heute gesehen. Also, Bruno war jetzt richtig schön. War richtig spannend. Wir hatten immer zwei Kämpfe das ganze Rennen über. Also, richtig, richtig schönes Rennen heute. Gratulation an die Fahrer, Gratulation an Musculus, Smoke und Ente fürs Podium. Slow Coach, dass er mit einer Zeitstrafe noch auf Platz 4 gefahren ist. Auch Gratulation an Murph für den 5. Pupti für den 6. Striker für den 7. und Steve für den 8. Mi, natürlich schade, dass sie hier nicht das Rennen beenden konnte, aber die Auto sieht auch extrem schlimm aus. Also wenn ich mir das anschaue, da fehlt da vorne alles. Das ist also echt, in den letzten 2 Runden, das ist bitter, finde ich. Das ist bitter. Wirklich schade. Wirklich, wirklich schade. So, uns wurde jetzt auch jemand zugeschaltet. Da muss ich jetzt ganz kurz schauen. Das ist der Smoke. Hallo. Der Smoke wurde uns zugeschaltet. Ja, was ist denn passiert? Wir haben das leider nicht auf der Kamera bekommen. Wir waren die ganze Zeit Erster, haben das Duell auf der Kamera gehabt, Ente, und auf einmal kriegen wir eingeblendet Positionswechsel. Was war da los? Weiß nicht, irgendwie. Ich habe die Tür zugemacht, bin auf der Ja-Linie gewesen und dann war auf einmal Musculus neben mir,
und dann war es vorbei. Dann bin ich von der Ideallinie runtergeschubst worden in die Bande rein. Da war dann, danach war das Fahrwerk hinüber und für mich das Rennen gelaufen. Ich muss das anschauen und ich weiß nicht, wie das zustande kam. Bist du da berührt worden oder? Ja, ziemlich massiv, aber die Berührung war nicht das Problem. Nur dann, danach verlor ich das Heck und bin dann links in den Reifenstapel. Den habe ich touchiert und dadurch habe ich mir die Aufhängung kaputt gemacht. Okay, ich hatte erst mit Getriebeschaden gerechnet, aber okay. Nein. Okay, krass. Also wir hatten hinten auch, also Slow Coach und Murph hatten sich da extrem berührt, wo Ente profitieren konnte, das war schon krass. Wie hast du das Rennen empfunden, Smoke? Lief alles nach Plan. Ich habe es vom Start aus kontrollieren können. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich auch von der Pole starten kann, aber gut, der zweite Platz war die bessere Linie. Und habe es eigentlich kontrolliert, konnte immer wieder mal ein bisschen die Speed angeben und mir ein bisschen Luft verschaffen, sodass ich dann auch gleichzeitig die Reifen wieder ein bisschen schonen konnte. Sagt kurz vor kurzer Ende, wie das da passieren konnte, ich weiß nicht, ich muss mir das anschauen. Da muss man mal Klingt reinschauen, auf sauer. jeden Fall. Also da hätten wir gerne auch beim nächsten Mal noch mal ein bisschen Infos, was da passiert ist und was so dein Gefühl ist. Natürlich ist es, passiert sowas mal, aber da steckt man manchmal einfach auch nicht drin. Ist Na das ja, gut, so das ist eine Sache des Stewards. Ich werde es anzeigen, ganz klar. ein. Ich bin der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. Und ich habe ihn 10 Runden lang kontrolliert. Also, er wäre auch in den letzten 3 Runden nicht mehr vorbeigekommen. Es funktioniert halt nur mit der Brechstange, aber. Naja, ich will mich da jetzt nicht weiter darüber Da bin auslassen. ich mal gespannt auf das Ergebnis auch. Also, das sind Lucian Drusti gar nicht gespannt, was da rauskommen wird. Ansonsten, so vom Rennverlauf her, es ist ja einiges passiert auf der Strecke auch. Boxenstopps, warst du zufrieden? Warst du überrascht, dass Slowcoach zu früh rein ist? Nee, also ich hatte das schon mitgerechnet gehabt. Er hat ja auch keine andere Wahl gehabt mit seiner Durchfahrtsstrafe wegen seiner Stallorder im letzten Rennen. War mir schon klar, dass ich mit ihm wenig rechnen muss. Und Wie Ente gesagt, war ja lange hinter dir. Also der hat echt gut ja, mitgehalten. es hat gut gepasst. Ich habe halt mir die Speed so ein bisschen einteilen können. Ist schwierig auf der Strecke zu überholen. Wie gesagt, ich bin stinksauer. Klar, also falls du jetzt gleich weiterziehen willst, um noch ein bisschen was zu besprechen, kein Thema. Ich weiß nicht, Ja, Mustikal, hast du noch irgendeine Frage für Smoke? nein, das bewahre ich mir dann erstmal fürs Interview auf. Okay, alles Alles klar. klar. Dann danke dir, Alles okay. Smoke. Jo. Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, das hat er Also, jetzt. hat er Ja, nicht mehr das hat er mitbekommen. Da ist er Ja, ein bisschen aufgeregt. ich bedanke mich auch bei dir für die Moderation oder dass wir zusammen moderieren konnten. Ich verabschiede mich jetzt natürlich von allen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mitfahren wollt, www.bk-gaming.de, meldet euch da an. Und in diesem Sinne melde ich mich jetzt ab. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Das war's, Lieutenant meldet sich ab. Ich Tschüss. wünsche dir auch viel Spaß. Danke für die Moderation auch von meiner Seite. Und ich gucke jetzt noch mal ganz kurz in die Tabelle, guck noch mal ganz kurz drüber. Wir sehen uns ja gleich wieder. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ich sehe, das war sehr, 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 sehr lustig. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ja. So, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit dem Rennen heute in Brno. Wir schauen jetzt ganz kurz dahin. Und zwar ziehe ich das gleich von da nach da. Und zwar haben wir hier den Rennkalender. Da haben wir jetzt das 13. Rennen hinter uns. Brno. Das nächste Rennen ist dann in 2 Wochen am 5.4. Da geht's nach Istanbul, in meine Heimat. Nicht meine Heimat, ja, die Heimat meines Opas. Ja. Auf jeden Fall, ja, bin ich gespannt. Heute war wirklich viel, 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 viel Pfeffer in der Sache drin. Und ein bisschen Salz von zu vielen Köchen. Deshalb hat die Suppe manchen vielleicht nicht ganz so geschmeckt. Aber so ist das eben. Rennsport ist kein einfacher Sport. Und da geht's halt auch mal zur Sache. Und da fliegen auch mal die Fetzen, wie man bei mir gesehen hat. Da hat die ganze Motorhaube gefehlt. Und ich glaube, der rechte Vorderreifen. Passiert halt. Das war Bruno. Das ist Tai. Schaut auf bk-gaming.de vorbei, denn dort könnt ihr euch vielleicht auch für die nächste Saison anmelden. Redet mal mit Smoke, redet mal mit den Jungs von BK Gaming. Die BK Gaming Liga ist bis zum 31.05. natürlich noch am Laufen. Danach gibt es im Juni oder Juli dann auch die Preisverleihung. Es gibt Pokale, es gibt Preise zu gewinnen. Schaut es einfach mal vorbei. Schaut es euch die Sache an auf www.bk-gaming.de. Das könnt ihr auch oben lesen. Somit, ja, danke fürs Zuschauen. Das war Taika live aus Brno für BK Gaming. Bis dann.